Und sagen guten Morgen zum Plausch auf der Couch. Heute mit Angela und mit Andrea aus Krefeld. Hallo. Hi. Ja. So, wir fangen einfach an. Wir fangen einfach an zu quatschen und zu stricken. Genau. Ich hoffe, ihr hört uns alle gut. Und ich bin jetzt und habe mir heute zum Stricken mein Inseltuch rausgeholt. Ich bin ja in den letzten Zügen. Da brauche ich kein Muster mehr machen. Ja, ne? So sieht's aus. So, was gibt's denn zu erzählen? Wie ist das Wetter bei euch in Krefeld? Guck mal, bei mir. Fallen schon die Schotten. Hier nee, bei uns war es ziemlich nass und Schnee. Grau. Schnee sind wir immer sparsam mit. Ach so, wir hören euch anderen das immer. Nee, wir haben hier auch keinen gehabt, weil sie ja gestern gesagt haben, großes Schneefeld kommt hier über uns, auch in OWL. Ich habe nicht eine Flocke gesehen. Nein, Schnee sind wir Mangelware. Bis hierhin wurde das Auto schön gewaschen, da brauchte ich nicht mehr durch die Waschstraße. Hat richtig schön gegossen und dann haben wir einmal Stopp gemacht mit Kaffee, so wie immer. Schön. Ein bisschen gefrühstückt, denke ich, ne? Ja, wir nehmen uns immer was mit und dann machen wir eine Pause und wir sind ja ungefähr 2 Stunden auch hier unterwegs. Genau, ne? Und dann machen wir das immer so. Deswegen. Ja, und dann freuen wir uns jetzt. Wir sind live im Internet. Mein lieber Schwab, ich habe schon gesagt, mein Gott, vielleicht kriege ich keinen Lachanfall. Warum? Ist alles gut, wir können ruhig Lachanfälle kriegen, ne? Da habt ihr doch nichts dabei, wenn wir ja am Lachen sind. Nee, ich bin Socken am Stricken. Die Wolle habe ich letztes Jahr bei der Muni mir gekauft, reserviert und dann mitgenommen. Und zwar Früchtchen. Nicht ich bin das Früchtchen, sondern die Wolle. Ja, man kann ja nicht wissen, freches Früchtchen heißt das. Von der flotten Socke. Ne? Ne? Deswegen wollte ich doch mal sagen, aber ich bin nicht die freche Frucht. Ja, das ich meint sie nur, dass sie nicht die freche Frucht ist. Nein, ich bin nur der Pizza-Verkäufer. Ja, ich habe den Suchtlappen auf den Nadeln. Okay. Der heißt so, das ist eine Anleitung auf YouTube und von Casa Dilana. Das ist eine Frau, die hat auch ein Geschäft, ein Wollgeschäft. Die hatte, glaube ich, mal das Ding. Ja, das Ding. Auch das, als Anleitung. Als Anleitung hier mit diesem, habe ich zu Hause nur liegen, die Anleitung. Und ich finde das halt. Wie heißt das? Ziemlich cool. Der Suchtlappen. So Suchtlappen. Ist, weil sie sagt auch, einmal angestrickt. Und kannst du nicht mehr davon lassen. Und das ist im Grunde so, du hast deine Maschenanzahl, die du brauchst, die du einmal um die Hüfte brauchst, schlägst du an, machst ein Bündchen, so wie du das willst. Die hat, glaube ich, 5 cm, ich habe jetzt ein bisschen mehr. Und strickst das in Runden bis unterm Arm. Sie hat dann auch genau gesagt, wie viel Zentimeter, bei welcher Größe ungefähr. Okay. Und machst oben auch nochmal ein Rechts-Links-Bündchen und an der Seite hier ein I-Cord-Rand. Und das ist alles. Und dadurch, dass dann oben auch nochmal wie so ein Bündchen gestrickt wird, zieht sich das oben zusammen und sitzt vollkommen toll. Ja, aber du musst, der Vorderteil wird separat gestrickt und der Rückenteil wird separat gestrickt. Ja, die sagt das ja alles, wie man das machen muss. Ja, das ist ja gar kein ist Problem. In die Runde bis unter den Arm. Genau. Und dann strickst du natürlich Rücken und Vorderteil getrennt. Und das ist quasi dann auch nochmal wie ein Rechts-Links-Bündchen ab hier ungefähr. Und wie heißt das nochmal? Casa Di? Casa Dilana Casa ist die Dilana. Frau, die auch einen YouTube-Kanal hat und der Suchtlappen ist eigentlich ganz einfach zu finden. Und das ist ja jetzt wieder was für mich, ne? Da muss ich ja nachher sofort gucken. Ja, guck mal. Da muss ich ja sofort gucken. Und ich finde die Frau auch super erfrischend, muss ich ganz ehrlich sagen. Wo hat die ihren Laden? Die hat den aber nicht hier, ne? Die hat den ich hier meine im Süden irgendwo, Richtung Süden. Ist die denn hier in Deutschland? Ich dachte, die wäre in Spanien irgendwo. Nee. Nie? Keine Ahnung. Ich habe das recherchiert. Nee. Wie komme ich denn da drauf, dass ich... Ich war fest davon überzeugt. Aber sie sagte, das ist idiotensicher. Ja, das glaube ich. Das Ding das Ding war auch super einfach. Ja, einfach, aber ich bin da nie mit zurechtgekommen. Warum nicht? Das hat nicht gesessen bei uns. Das hat nicht gesessen. Das
Ich glaube, ich habe es ja für jemanden gemacht. Es war natürlich auch schlanker. Ja, ich glaube, dass, weil die Dame von Casa di Lana ist ja auch sehr schlank. Und ich glaube, dass es da anders fällt. Also als wenn du jetzt eine Oberweite hast und alles, ne? Genau, wenn du Präsentierteller hast, dann fällt ja, das nicht. Dann ja, ist das, und das habe ich quasi angeschlagen mit der Wolle von der Moni. Und zwar ist das die Lang Malou Light Color. Und das ist eine Mischung 72 Alpaka, Poly und Merino-Wolle. Wolle, genau. Ja. Und ja, habe ich hier gekauft beim letzten Stricktreffen im August. Ja. Und hat halt ein bisschen gelegen, bis es ja, das richtige Projekt war für die Wolle. Bis du die belästigst. Ja. Ja, Stricktreff im August. Alle Plätze sind weg. Alle 50 Plätze sind futsch. Ja. Kann jetzt, der sich jetzt anmeldet, kommt auf eine Warteliste, die dann, falls noch jemand wieder absagt, das waren ja letztes Jahr auch 4 Leute, die abgesagt haben, eine Woche vorher, die eine ja, 2 Wochen vorher, die anderen eine Woche vorher, also dafür kann man sich auf eine Liste setzen lassen und dann rücken die diese Leute nach. Ja. Ja, ist ja auch immer super schön. Wir sind ja auch schon wieder angemeldet. Ja, ihr kommt jetzt das dritte Mal, ne? Ja, ja, genau, das dritte Mal. Ich muss nur jetzt das Datum noch genau aufschreiben, dass wir uns wieder die Ferienwohnung sichern. 26. August ist das, ja. Weil, dass ich die Wohnung wieder buche, haben wir auch ganz traumhaft schön. Ja, man soll es nicht glauben, aber wir haben hier in Herford und Umgebung auch Ferienwohnungen. Als ich das erste Mal, ja, wir wohnen hier. Wir denken immer, wieso ist das? Das ist doch hier kein Feriengebiet. Aber trotzdem, es gibt unheimlich viele Ferienwohnungen hier. Ja, aber Bad Salzuflen und alles ist ja nicht weit weg. Ja, Bad Salzuflen, Bad Oeynhausen, ja, genau. Der Teutoburger Wald, das Hermannsdenkmal, ja. Das Wiengebirge, das stimmt schon. Das ist nur unser Eins käme ja nie auf die Idee, hier Urlaub machen zu wollen. Aber nee. In Krefeld kriegst du auch Ferienwohnungen, glaubst das auch nicht. Ja. Er will in eine Stadt leben, also Ferien machen. Ich bin jetzt wirklich, ich bin jetzt so zwiegespalten. Also entweder ich fahre das Wochenende 1., also 31.3. bis 1. oder 2. April nach Köln, zur Kölnmesse, oder ich fahre nach Leipzig. Ist das beides zum gleichen Termin? Ja, ja. Und das eine ist ja die Händlermesse, die hat mich erhalten. Und das andere ist natürlich viel schöner. Also tendieren würde ich, wenn du nach Leipzig fährst, damit wir Berichterstattung haben. Ja. Na, also ja. Das, weil dann könnte man das auch für uns so mal als Urlaubsziel nehmen. Ja. Auch wieder so ja. machen. Ja, also wir haben vor, also wenn wir hinfahren, werden wir ein Hotelzimmer in Nähe der Messe, denke ich mal, nehmen, vielleicht einen Kilometer oder so, lasse ich mich auch noch drauf ein. Und wenn es dann weiter, fahren wir mit dem Taxi. Und für eine Nacht, also ich würde dann samstags fahren und sonntags wiederkommen. Also, oder freitags fahren, Samstag, ja genau, freitags fahren, samstags die Messe besuchen und auch wieder zurückfahren. Na? Ich bin immer mehr auf Leipzig. Also, warum nicht Köln? Ja, Köln ist ja eine Händlermesse, die kenne ich ja, die ist ja jedes Jahr. Ich meine, okay, Leipzig auch, aber da war ich jetzt noch nicht. Und die Händlermesse ist halt, das sind Sachen, die ich mir ins Regal lege, verstehst du? Mhm. Das sind Händler, da kann ich Vororder machen, da kann ich mir die neue Ware für den Herbst angucken. Aber wenn ich das nicht tue, ja, wenn ich das nicht tue, kommt der Vertreter ja trotzdem hier hin und zeigt mir alles. Ach so, du hast keinen Mehrwert. Nein, ich habe jetzt keinen Mehrwert dadurch. Ich könnte mir neue, und ich bin auf der Suche nach einem, ich wollte jemanden besuchen eigentlich auf der Händlermesse, mit der ich seit letztem Jahr, als ich im Krankenhaus lag, in Kontakt war. Und die ist auch auf dieser Messe. Aber dann habe ich gedacht, ach was, du kannst auch E-Mails schreiben und telefonieren. Was soll's, ich bin halberlei bei Leipzig.
weil das kannte ich noch nicht und das ist halt was, was mich interessiert. Das sind dann die Handfärber da und, mhm. und für mich als Wollsüchtige, ja, das ist das. Mein Mann hat ja gesagt, ich habe ja am 6. März Geburtstag und dann habe ich von meiner Brigitte einen freien Tag geschenkt bekommen. Also ich brauche nicht arbeiten. Und dann hat mein Mann, hatte sich auch Urlaub genommen und dann hat er gesagt, du darfst dir aussuchen, wo wir hinfahren, in welchen Wollladen. Kann ruhig weit weg sein. Und dann denke ich mir, ja, will ich mal gucken, ne? Wo ich dann an dem Montag hin. Da war ich ja. Ach so. Das hat mich ja, ja, die Merzerie, okay. Also ich muss ganz ehrlich sagen, so doll umgehauen hat mich das nicht. Was mich umgehauen hat, war der Strickpunkt in Murnau. Also den fand ich ganz toll, eine super liebe Inhaberin. Und dann hat die also fast, ja, diese, wie heißt es, Schattenstricken? Nein, die Firma, keine Ahnung, also die ist auch in der Merzerie vertreten und auch noch einige andere, die sie da auch hat. Schibo, genau. Und dann habe ich gedacht, ach, das ist aber schön hier. Habe ich mir auch einiges mitgenommen. Und dann war ich ja anschließend auf dem Weg von Murnau, als wir dann nach Oberstdorf und von Oberstdorf nach Passau, da hat Harry dann doch gesagt, komm, ich lade dich ein. Da hat er mich dann eingeladen in die Merzerie, weil ich gesagt habe, ach komm, lass, ich habe genug. Und ich weiß, dass er nicht gerne in der Großstadt Auto fährt. Und dann hatte er aber gesagt, komm, wir kommen jetzt an München vorbei und jetzt lade ich dich ein. Ja, es war sehr schön. Die Leute, die Frauen da, super nett. Also die Inhaberin war nicht anwesend, die war wohl auch im Urlaub, aber die Mitarbeiter fürchterlich nett, also wirklich. Aber dass ich jetzt sagen muss, dass das jetzt was ultra Besonderes war, habe ich nicht so empfunden. Also da habe ich schon andere, wirklich. Also wie gesagt, also dieser Strickladen in Murnau, der Strickpunkt, der geht mir gar nicht. Also wenn ich nochmal da unten runterfahre, bin ich auf jeden Fall wieder da. Ja. Ja, auf jeden Fall. Also das ist, ja. Na nun, das sind halt so, aber das sind meine Empfindungen, weißt du. Der Nächste sagt, ja, oh toll und so. Ich meine, ich habe ja einige Handarbeitsgeschäfte besucht auf der Reise und alle waren irgendwo toll. Aber jeder, der hat mich jetzt besonders beeindruckt. Ja, das ist ja. Ja, manchmal liegt das auch an der Wolle, die besonders ist. Und ja, manchmal liegt es auch an den Leuten, die einfach besonders sind. Genau. Ja, wir haben halt sehr exklusive Garne in München. Ne? Ja, das hat sie aber im Strickpunkt auch. Ach so. Also die hat viel Isaga, Cowgirl, Shabu. Shibo. Ich mit meiner Sprache. Das ist also wirklich, ne? Und ach, und alles Mögliche. Was hatte Jupiter Moon? Hat sie. Und also alles Mögliche. Wirklich richtig gut. Und ich werde auf jeden Fall dieses Jahr mich noch an die nette Dame vom letzten Jahr wenden und werde da auch Bestellungen aufgeben. Und zwar noch vor meinem Urlaub, vor meinem Sommerurlaub. Ja, und dann gibt es hier auch ein paar richtig feine, ausgesuchte Sachen. Ja, ich bin ja schon auf die handgefärbten Sachen von dir sehr gespannt. Da kommt es vorhin hier rein. Und das Erste, was sie sagt, mit erhobenem Zeigefinger, das Erste, was sie sagt, ist, du glaubst doch wohl nicht, dass ich hier rausgehe, ohne einmal in deine Kiste mit den Selbstgefärbten. Muss ich ganz ehrlich sagen, das habe ich so gesagt, ja. Ja, genau. Hat sie gesagt. Ne? Also in die eigentlich für die Sondersendung ist. Da willst du ja, aber alles rein. Kann ich ja auch das nicht darfst, kaufen. Nein. Nein. Da wird doch noch was überbleiben. Da bleibt noch was über, da bin ich voll überzeugt. Ich habe direkt schon Sockenwolle gefunden, also ich bin schon versorgt. Ja, ihr habt auch, also das habe ich ja noch gar nicht gesagt. Was nee. Die beiden Sandras haben das auch bekommen. Ich habe euch
Watercolor-Socks von der Insta North dahin gestellt. Das ist ja süß. Guck ja, dafür, hier, dass ihr hier so lieb zu mir seid und hier hinkommt. Weißt du noch gar nicht. Was mit der versteckten Kamera ja, noch passiert. Ja, ja, ja. Oh, das ist ja süß. So. Vielen Dank. Danke ja, dir. Schön. Ja. Dankeschön. Eine kleine Aufmerksamkeit, dass ihr das hier jetzt ein paar... Ne? Ja, wir kommen ja immer so auf 1,5 bis 2 Stunden hier. Ne? Ja. Das da haben wir uns schon... Wann haben wir das besprochen? Vor 1,5 Monaten? Ja. Ja. Haben wir schon drauf gefreut. Ja, genau. Live im Fernsehen. Hey. Ja, je live ist es nee, ja live nicht. Ist es nicht. Ja, so. Aber indirekt. Aber indirekt. Ich habe nur gesagt, bitte kein Lachflash, bitte kein Lachflash. Warum? Ich weiß auch nicht. Ich neige dazu. Ich musste mal zum Passwort, zur Passfotografie und dann sagte der Fotograf zu mir, aber bitte jetzt nicht lachen, das dürfen Sie nicht. Ja. Der musste 5-mal wiederkommen, weil ich jedes Mal, wenn er schon die Kamera in die Hand genommen hat, so einen Lachanfall bekommen hat, weil er gesagt hat, bitte nicht lachen. Ja. Also der arme Mann. Ich habe extra, gestern war ich noch schnell beim Friseur. Ja, das stimmt. Ich habe gedacht, nee, mit dem Wischmopp kannst du doch nicht hier in die Kamera sitzen. Jetzt machen sie sich extra schick. Ja, ja, selbstverständlich. Für euch. Ja. Mhm. So, extra schick gemacht. Genau. Ne? Ja, nö, ja. Im August freuen wir uns. Und wir zwei waren ja letztes Jahr oben im Norden, haben so ein paar Wollgeschäfte abgeklappert mit Fernwohnung. Und jetzt haben wir dieses Jahr haben wir geplant, mal ab in den Süden, mal die Seppelhosen runter. Ich wollte wirklich nach Bayern. Ja, ja, das ist ja Stuttgart und da ist ja Schoppel und Butinette ist da und alles, mit, dass man sich das einfach mal anguckt. Ja, klar. Ja, und ich suche wieder eine Wohnung, dass wir so Tagesausflüge machen können. So. Aber Stuttgart ist doch nicht Bayern. Nee, Richtung Stuttgart ist, glaube ich, das erste Geschäft so, und dann geht es weiter nach unten. Ah, also ja. Nur was ich so grob jetzt mal überschlagen habe. Da wollten wir auf dem Hinweg schon mal Stopp machen und dann bis zur Fernwohnung und die suche ich wieder aus, so dass wir die rundherum so Tagesausflüge machen. Ja, genau. Das ist so wie also, beim letzten Mal. Also wir waren wir waren gefahren nach Andernach. Wir wollten ja unbedingt hier Schloss Bodenmarmedy. Und dann wart ihr doch auch. Ne? Ja, da waren wir schon, nur sind nicht durchgekommen, weil die hatten an dem Wochenende Straßenfest. Ah. Und du kamst einfach, und ihr wisst, damals konnte ich noch ganz schlecht laufen, noch schlechter als heute. Ja. Und da wäre ich zu Fuß nie hingekommen. Also das machen wir nochmal an einem anderen. Und dann sind wir von dort aus, sind wir ja nach Wiesbaden. Mhm. Und von Wiesbaden aus haben wir dann das erste Woll, da war Pfaffenhofen. Mhm. Und da ist ja verzopft. Die Orientbayerin kommt ja da weg aus Pfaffenhofen. Ja. Und bei der Michaela, so, jetzt nicht, dass ich wieder, ich hätte jetzt bald Melanie gesagt. Und der Susanne, also die Orientbayerin, da haben wir uns dann im Verzopft getroffen. Das ist also der Laden von der Michaela. Richtig schnuckeliger kleiner Laden, muss ich also, kann ich euch echt empfehlen. Die Inhaberin richtig süß, könnt ihr euch dann mal outen. Und wirklich hübsche Sachen, also hier Drachenwolle habe ich mir da, glaube ich, gekauft. War das Drachenwolle? Ist nicht Ito? Ich glaube, Ito hattest du da mitgenommen. Ja, aber ja. Drachenwolle, meine ich, hätte ich auch mitgenommen. Meine ich. Und ja, und dann ist ja in Pfaffenhofen noch Rohrspatz und Wollmeise. Ja, das haben wir in Pfaffenhofen besucht. Ich kann mich schon gar nicht mehr an alles erinnern. Also nur an dieses, was mich wirklich geflasht hat. Also das war jetzt Pfaffenhofen. Und dann sind wir nach Murnau gefahren. Auf dem Weg nach, wir waren vorher am Starnberger See. Oder sind wir da? Das weiß ich schon gar nicht mehr. Da kann ich jetzt gar nicht so sagen. Auf jeden Fall waren wir dann ja in Murnau im Strickpunkt. Und das hat mir auch sehr gut gefallen. Ja, und die Merzerie. Und alle anderen Wollgeschäfte waren auch nett und toll. Aber halt nicht so im Gedächtnis geblieben. Ja. Wie das andere. Das ist einfach... Ja, wie gesagt, die muss ich noch planen, die Tour. Ich mache das immer so, das Management. Und weil nächstes Jahr sind wir schon, ich tendiere schon auch mal nach Leipzig, ne? Aber hier mein Double. mein Double ist
habe ich noch nicht alles mit besprochen, wo die dann mit muss. Ach so, ne? Ja. Mein Problem du ist ja auch einfach immer mitgeschleppt. Nee, mein Problem ist halt auch immer der Dienstplan, ne? Da ich ja auch Nachtwache in einem Autismusheim bin und Ja, und wir müssen dann ja man nicht immer so. Ja, und Cheesecake und Tascha müssen wir ja auch immer unterbringen. Und so Cheesecake, Tiere. Das Kaninchen von ihr und mein Hund, ne? Ja. Deswegen. Aber beim letzten Mal, als wir jetzt hier waren, im August, da hatten wir die nämlich mit. Nee, hatten wir nicht mit. Im Mai hatten wir die mit. Ach so, im Mai. Im Mai hatten wir die mit. Ja, genau, zu meinem Geburtstag waren wir ja hier. Genau. Und da hatten wir sie mit. Und beim nächsten Mal, genau, haben sie nicht mitgenommen. Weil das so warm war, da hatten wir uns dagegen entschieden. Da haben wir dann eine Betreuung für zu Hause gesucht. Häusliche Pflege. Häusliche Pflege. Wir haben und dann, das Kaninchen. Wir haben unseren Pflegedienst aus dem Haus gefragt. Genau. Häusliche Pflege. Ja. Heute kümmert die sich auch um meine Tascha wieder. Das ist ganz lieb. Das ist doch toll. Ja, und wenn ihr nächstes Jahr nach Leipzig, also in die Gegend, dann euren Urlaub macht, da habe ich wir fahren ja jetzt, ich bin jetzt halberlei schon wieder auf einem ganz anderen Trip. Ich habe ja vor, das heißt, wir haben vor, nach Farnö zu fahren. Und zwar so eine Rundfahrt zu machen, wie wir jetzt gemacht haben, in Bayern, also dass wir dann quasi den Norden abgrasen. Und noch einen, Guten Tag. Hallo. Ich komme. So, ein kleines Moment. Stricken mal Socken? Ja. Schön. So, jetzt sind wir wieder da. Genau. Jetzt können wir weitermachen, ne? Und geht es denn weiter? Ja, es geht weiter. Wir sind ab. So, ohne Brille. Ich habe nur... Woran siehst du denn, dass das da weitergeht? Wenn die Sekunden weitergehen. Okay. Weil bei mir ist ja folgendermaßen, ich habe ja nur eine Lesebrille. Dass wenn ich... So, jetzt habe ich aber festgestellt, wenn ich weiter gucke, dann bin ich schon so am Gucken. So, also muss ich jetzt auch zusehen, dass ich eine Brille kriege. Okay. Alt werden ist nicht schwer. Nicht schwer, aber... Ne? Alt sein dagegen also, sehr. Also, ja. Dann immer dieses... muss ich jetzt schon immer eine Brille tragen? Für ewig? Das war damals, wie ich meinen grauen Star operiert gekriegt habe, wie ich dann gesehen habe, wie dreckig meine Fenster waren. Das war schrecklich. Das war der graue Star, aber weit fortgeschritten. Ja, der war im Endstadion. Also das war ein Schock. Da habe ich erstmal Frühjahrsputz gemacht im Sommer. Also ich habe, ja, apropos Fensterputzer, also hier ist ganz extrem. Wenn ich aus dem Urlaub komme, muss der Fensterputzer kommen. Der muss das stimmt von, ja gar nicht. Doch. Aber wir sehen die Autos noch drauf. Ja, aber wenn jetzt die Sonne da drauf scheint, dann siehst du diese Regentropfen überall. Gut. Also der Fensterputzer, wenn ich aus dem Urlaub komme, ist ein Muss. Der muss her. So, behaltet mal zwei. Ich bin jetzt bei der zweiten Reihe von den sechs, die ich stricken muss, weil ich habe sonst auf meinem Handy einen Reihenzähler. Den habe ich ja jetzt nicht, ne? Ach so. Ach so, somit müssen wir jetzt ihr mit dran, wo war ich nochmal? Deswegen habe ich mir was genommen, was ich in Runden strecken kann, wo ich nicht nachdenken muss. Ja, ich brauche ja auch nicht nachdenken dabei, ich muss nur wissen, wie viele Reihen ich da jetzt fabrizieren muss. Ja, wo waren wir? Ach so, beim Urlaub waren wir, ne? Weil wir wollen ja nach Farnö, habe ich ja schon so oft erwähnt. So, jetzt habe ich mir aber überlegt, ich weiß noch nicht, es irgendwo, wir waren jetzt am Wochenende bei Mama und Papa und haben dann auch erzählt und so, und der Papa fragte dann ja auf, wir fahren jetzt erstmal für eine Woche nach Cuxhaven. Und dann so ein halberlei, so ich sag was, so in Urlaub würde ich auch gerne mal, aber ich kann ja nicht mehr, er ist ja krank, ne? Ich kann ja nicht mehr. Und dann habe ich mir so überlegt, auch im Sommer, das Wetter ist schön. Du kannst dir da oben einen Rollstuhl mieten. Kann man sowas? Ja. Da setzt du den Papa einfach in den Rollstuhl. Ja, kannst du da auch im Sanitätshaus mieten. Miete ich mir so einen Rollstuhl,
weil mit dem Rollator und so und an der See, das ist dann ja auch ein bisschen weitläufig oder so. Und dann habe ich mir schon überlegt, oder lasse ich das einfach alles sausen im Sommer und fahre mit Mama und Papa an den See. Da bin ich echt so halberlei dran am Überlegen. Ist also so. Nicht, man weiß nie, wie lange. Eben drum. Naja, wird dies Jahr 90. Und, ja, genau. Ne? Und dann habe ich gedacht, mach das doch. Ich glaube auch. Wenn wir da oben sind, ich muss halt natürlich noch mit dem Göttergatten absprechen. Der erfährt das jetzt über sie. Nee, der guckt. Ach der, so. Nein, da hat der keine Lust. Der sagt immer Weibergequatsche. Das ist jetzt nicht sein. Handarbeiten, häkeln, stricken, das ist jetzt nicht seins. Ne? Obwohl die Tendenz also ja mittlerweile richtig cool ist, ja, dass viele ja auch stricken, Männer. Ja, sicher. Ne? Also, vor allem da auf der Tribüne damals bei Olympia, der eine Sportler. Fand ich ja super klasse. Der hat also ja gewartet, bis der wieder dran war. Ich komme nicht mehr auf den Namen. Ich bin vergesslich. Ab ein bestimmtes Alter fängt alles an. Ja, das ist wirklich. Ich suche auch manchmal nach Wörtern. Ja, das ist schon. Deswegen müssen wir ja auch die Männer grüßen. Wir dürfen ja nicht. Ja, ja, aber. Also ich begrüße ja immer meine Zuschauer. Ja, genau. Und da ist er ja mit wieder sind damit gemeint. Ja. Weil sich da noch keiner beschwert hat. Da können sie sich beschweren. Zuschauerinnen. Nein, 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 nein. Gendern ist ja heute ganz modern. Ja, also ich balkoniere das. Ich mache das nicht, weil ich bin jetzt 62. Ich habe mein Leben lang, also gab es für mich, ne? Und nein. Und ich kenne jemanden, jetzt ohne Shit, ne? Da habe ich dann mal, weil man ist ja höflich und man ist ja. Wir sind so erzogen. Wir sind so erzogen worden und ich toleriere das auch. Also ohne, ne, ist mir ganz Wumpe, wie jemand ist oder was, wie er lebt oder sonst was. Auf jeden Fall ist das eine junge Frau, die jetzt ein Mann ist. Mhm. Und ich habe ihn gefragt, wie möchtest du angesprochen werden? Genau. Und dann habe ich gesagt, weißt du, wegen dieser Gendersprache. Und daraufhin hat er zu mir gesagt, Moni, ich habe so viele Jahre dafür gekämpft, ein Mann zu sein. Ich möchte jetzt auch als Mann gesehen werden. Ich möchte als Herr so und so angesprochen werden. Und okay. Und das finde ich auch richtig. Ja, finde ich auch. Und ich weil finde, er das, hat ja ich, so ich viel durchgemacht. Nicht, eben. Und ich weiß auch gar nicht, warum. Wo kommt das alles weg? Jedes Mal die neue Marotte da. Nee, was heißt aber, ja, ich meine, meinetwegen, wenn jetzt jemand hier reinkäme und würde sagen, ich möchte gerne, dann ist das in Ordnung, dann mache ich das. Wenn der jetzt nicht mit er, sie, sondern mit das angeredet werden möchte, dann bitteschön. Tue ich das auch. Aber mich erschließt sich das nicht. Also ich bin da, ne, keine Ahnung. Ich habe ganz viele Bekannte, also unser Reinhold, der ja leider verstorben ist, war auch homosexuell. Ja, wo ist denn da das Problem? Gar nicht. Der hat doch gar keiner. Der gehörte zu unserem Strickkreis genauso dazu wie alle anderen auch. Da wird überhaupt nicht drüber diskutiert. Das ist geht genau ja in dem das, Sinne auch keinem was geht an, was keinem du da was an oder welche sexuelle Ausrichtung eben, jemand hat. Ich gehe da auch nicht durch die Gegend und sage, ich bin heteros. Ne? Also bitte, gehe ich damit durch die Gegend? Nein. Nein. Also weiß ich nicht. Ich sage ja immer, jeder so, wie er möchte. Und ich bin auch dafür, dass jeder so leben darf, wie er möchte. Jeder und fertig. Ist und jeder sollte das so tolerieren, wie es ist. Ich habe ganz viele Freunde und Bekannte. Schön, warum auch nicht? Ist doch der aber Mensch. Wir gewinnen ja wie durch dieses Gendern jetzt? Gewinnen wir ja ach so, letztendlich ja, darum nicht. Ging es. Ja, genau. Durch dieses mit diesem Gendern. Ne? Mhm. Also ich finde einfach, Frauen sollten das Gleiche verdienen. Wir haben nichts davon, wenn wir Sozialpädagoginnen heißen oder Ärztinnen heißen. Wenn alle sollten dann das Gleiche verdienen,
das ist fair und gerecht und nicht keine Ablenkung durch Gendern. Ja. Das ist meine ureigenste Meinung. Aber jetzt werden wir politisch. Ja, genau, das wollen wir ja nicht. Ne? Dann lassen wir das. Nee. Also wollen wir das jetzt so ergänzen. Ja, das hatte ich jetzt, weiß gar nicht, wie wir da drauf gekommen sind. Ist ja auch aber wurscht. Ist ja auch wurscht. Wir bleiben bei die Wolle. Bei die Wolle. Ach Mann, ey, ehrlich. Angela steht ja zurzeit auf Nuklear. Genau, ja, habe ich mir. Ja, hast du ich habe mir ja hier schon. Nee, ich habe noch gekauft. Habe ich mir zurückgelegt. Weil ich nämlich etwas gekauft habe. Und zwar eine Strickmaschine habe ich mir gekauft. Okay. Mir selber zu Weihnachten. Und das habe ich auch mitgebracht. Also nicht die Strickmaschine, sondern nur kurz das Bild. Ach ja. Guck mal hier. Die habe ich mir. Das ist die Adi King Size. Ja, die kennt ich eigentlich, nur von... Ja, vom Hörensagen kennt sie fast jeder. Ich habe sie auch schon in der Hand gehabt, weil als Händler von Nadeln und Dings hast du das natürlich. Genau. Also es ist eine schöne Spielerei, würde ich sagen. Es hat natürlich nichts mit Handstricken zu tun und... mit dem, was wir sonst so machen, aber ich bin inspiriert worden und zwar durch eine amerikanische YouTuberin, die heißt Alt Nuts, also alternative Knoten, ALTKNOT. Das ist eine junge Frau, die häkelt unheimlich viel und probiert auch immer wieder neue Sachen aus, also stricken, dann Häkelnadeln und sowas stellt sie alles vor und dann hatte sie auch diese Strickmaschine vorgestellt und ich fand das einfach super als, kann man mal ein Geschenk mitmachen, kann man mal irgendwas sagen, mitmachen. Ich habe jetzt hier, unterbreche, genau. Was kann man denn damit machen? Also du kannst, wo habe ich eigentlich meinen Schal hingelegt? Da hinten auf der Ecke. Da hinten auf der Ecke, da kommst du natürlich also ich jetzt hab, dran. Warte, ich hole ihn dir. Moment, die alte Frau muss jetzt erst vom Sofa raus. Das ist so, oh Gott, ey. Man also sowas mit mir machen. Ja. Sowas habe ich gemacht hier zum Beispiel. Du kannst so einen Schlauch quasi da drauf stricken. Das ist jetzt noch nicht gewaschen und noch nicht gespannt. Ich habe das jetzt einfach nur mal gemacht, um als Beispiel mitzubringen. Habe das an beiden Enden zusammengefasst, zusammengenäht und so eine schöne Quaste dran. Hast ein wunderbares Mitbringsel, was du in einer halben Stunde... Okay. Ja, quasi. Als Geschenk. Als, du drehst halt diese Maschine und das hat schon was Meditatives mitunter. Also da kannst du schön runterkommen, du kannst schöne Geschenke machen für zwischendurch, du kannst deine Reste verarbeiten. Und du kannst aber nur in einer Stärke oder kannst du das kannst du nur in einer Stärke. Hat, glaube ich, also ich habe es jetzt nicht genau mehr gelesen, von 4 bis 6 oder so. Für Nadelstärke 4 bis 6, aber ich habe halt wirklich festgestellt, dass ich mit Fingering, sprich Sockenwollstärke, am besten hinkomme. Und macht irre Spaß für eine Sache zwischendurch. Es hat schon wirklich, also wenn ich da in so einen Rausch komme, dann bin ich den ganzen, dann bin ich ganzen da, Tag am Ja, dann mache dann kurbel ich dann. Handgelenk? Nee, überhaupt nicht. Dann kurbel ich dann und dann habe ich wie so einen kreativen Schub, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, Schub. Und dann habe ich mir jetzt auch für Andrea zum Beispiel auch Mützen hergestellt. Ich habe jetzt hier, guck mal hier, das ist die nicht zwei. Zu lang? Nee, weil du kannst es nämlich dann umschlagen und du darfst auch nicht vergessen, es zieht sich noch ein bisschen zusammen. Du hast dann, ich will es jetzt nicht aufsetzen, aber du hast dann wie so ein Beanie, du kannst dir das natürlich dann. Stämmig bereit. Komm her. Ich habe ja eh kein Mützengesicht. Ne? Meine Haare sind sowieso immer kraus. Und so, dann ziehst du dir das hier so ein bisschen runter. Okay. Hast eine coole Beanie-Mütze. Ja, guckt euch das tolles an. Geschenk, auch in einer halben Stunde. Also wer das mal probieren das möchte, diesen Loopschal habe ich 400 Reihen benötigt und habe dafür auch die... lang jawohl genommen, jetzt nicht das Nuklear hier, aber die anderen Farben halt und hat die Moni ja hier auch im Shop. Und 400 Reihen und für eine Mütze 280. Und da kann man dann die Enden zusammenfassen, kann man auch noch einen Bommel drauf machen, wenn man möchte und kann da so ganz wilde Kreationen machen. Hier ist dieses schöne Lachs und dann habe ich hier Schoppel Zauberball. Oh. Also,
ich finde es schön als Mitbringsel, als Geschenk und... Ja, wenn du mal schnell was brauchst. Genau. Ja, dann am Morgen hat der und der Geburtstag. Genau. Ich habe gar nichts. Könnte ich machen. Und das fand ich halt als Idee schön. Aber und für zwischendurch... Die Maschine ist teuer, ne? Das musst du dabei sagen. Also, ich habe sie im Sommer bestellt. Andrea hat mir die besorgt. Da war die 107 Euro. Ja, weil sonst so ungefähr 119 Euro, glaube ich, kostet. Das ist aber die große. Genau, das ist die große. Es gibt eine große und eine kleine. Auf der kleinen kann man auch Socken herstellen, was jetzt mein Ding nicht so wäre. Aber ja, man muss schon die Preise vergleichen und gucken. Und ja, aber das wissen ja auch so alle. Ich wollte gerade sagen, also wer sich dafür interessiert, der weiß das. Ich fand es halt toll, man kann auch hin und her stricken, geht auch. Du kannst, also es gibt richtige Tutorials, wo man sich die angucken kann und dann auch ganze Strickjacken und so herstellen kann. Habe ich aber selber noch nicht ausprobiert. Und ich bin immer so, es ist nicht von mir handgestrickt. Ich bin so eine Strickerin halt. Ja, ich sage ja, das ist was ganz anderes. Es ist was ganz anderes. Aber so, ich komme dann wirklich so... Ich finde das gut, wenn man da in einer halben Stunde, wie du sagst, oder einer Stunde, dann so ein Geschenk fertig hat. Ja. Also einen Schal stricke ich dir nicht in einer Stunde. Genau. Ne? Und so. Ja, oder auch als Resteverwertung. Ja, ne? Wer hat nicht irgendwie überall Sockenwollreste? Und für mich klappt es halt am besten mit Sockenwolle. Ja. Und... Naja, du freust, also ich finde es ja super, wenn du dann siehst, wie das, dieser Farbverlauf da einfach so wächst, weißt du, das ist so, dann bin ich so enthusiastisch, da komme ich in so einen Trance-Zustand, ich weiß auch nicht, das finde ich einfach toll, das gefällt mir. Okay. Ne? Ja, und, das sagen ja auch viele, wie jetzt zum Beispiel, die auch spinnen, ne? Also die dann ihre Spinnfasern und das alles, ist auch nicht meins, da bin ich dann, ich kann zwar stundenlang sitzen und stricken, aber für sowas bin ich, ich habe das ja mal ausprobiert mit diesen Spindeln und Spinnfaser und alles. Das macht mich nervös. Das holt mich nicht runter, das macht mich nur nervös. Ich weiß nicht, woran es liegt, keine Ahnung. Wie gesagt, häkeln und stricken mit der Hand. Weil es gibt ja auch viele Podcaster jetzt, die sich auch Strickmaschinen gekauft haben. Richtig große Strickmaschinen, wo man alles drauf stricken kann. Das ist für mich... Dann Industriestrick. Ja, es ist halt was anderes. Ist halt was anderes. Ja. Ne? Aber mich holt halt dieser Rotationsprozess, der davon. Ja, ja. Du siehst, wie das wächst, du guckst, wie das wächst und du freust dich. Ja, und dann sollte also man ich das weiß auch, nicht, dann brauche ich auch kein Mittagsschläfchen mehr, da brauche ich gar nichts mehr. Dann bin ich da so dran. Bist du voll dabei. Und dann hole ich meine Sachen alle raus und dann gucke ich, was zueinander passt. Und Ja, das sollte auch so sein. Ne? Und das ist ja jetzt auch vielleicht nur eine Anregung oder so. Ja, das ist ja auch völlig legitim. Ne, das ist jeder hat ja so sein. Ne? Das ist ja, der eine strickt gerne, der andere häkelt gerne, der andere macht dies gerne, der andere macht das. Ist doch so. Ist doch alles schön. Stell dir mal vor, wir würden alle... Ja, sonst langweilig. Langweilig. Ja und ich habe dafür halt jetzt diese 210 Meter pro Farbe genommen. Das von hat ja Jawohl. Genau, von die lang, Jawohl. Die, genau. Die Neonfarben. Und da kann man halt, da passen so drei Farben drauf und das fand ich halt ganz schön. Ja. Damit ich dich besser sehe. Habt ihr euch eigentlich schon Kaffee eingeschüttet? Ja, haben wir jetzt. Haben ja, wir schon. Haben wir eben im in der kurzen Pause, wo die Kundin da war. Ja, genau. Da, also gestern haben die mich hier lang gemacht, ihr macht euch kein Bild. Und heute, Gott sei Dank, auf der einen Seite, ja Gott sei Dank, weil wir hier sind und uns unterhalten. Aber heute Morgen ist es echt extrem ruhig. Ne? Ich wundere mich, aber ich will auch nicht zu laut reden. Ne? Wie spät haben wir es? Halb zwölf. Ich will mal nicht so lang, will mal nichts herbeischreien. Weil gestern hätte ich, wenn wir gestern hier gesessen hätten, hätten wir 5 Stunden aufnehmen müssen. Weil ich hatte also so viel zu tun, ich wäre überhaupt nicht in der Lage gewesen, ein Video aufzunehmen. Ja, die sind jetzt alle versorgt. Die wollten sich was fürs Wochenende holen. Ja, ich glaube auch. Na? Boah, das war gestern so. Ich habe wieder das war wie zu Weihnachten. Im Stehen. Vom Butterbrot abbeißen und trinken, vergessen. Ja. Echt? Haben die denn so ein schlechtes Wetter hier angesagt, dass die dann ja, die hatten für
OWL hatten die eigentlich Schnee und Schneeregen angesagt. Deswegen. Das ist bitte OWL. Ostwestfalen-Lippe. Ach so. Das ist das, wo du jetzt gerade hier bist. Ach so, das ist die Abkürzung dafür. Die, ja, ja, OWL, also Nordrhein-Westfalen, und OWL ist so halt diese Ostwestfalen-Lippe. Ja, dann wäre ich auch gestern noch eben schon gefahren, dann hätte ich heute nicht rauskommen müssen. Das ist ja das, was ich gesagt habe, wenn es jetzt nochmal richtig schneien sollte, können wir nicht kommen, weil dann ist es ja zu heavy irgendwie hier runter. Ne? Aber die Sonne scheint und das ist alles... Ja, haben wir mitgebracht. Habt ihr mitgebracht. Genau, vor uns hergetrieben. Ja, haben wir genau, das war ganz lustig. Erst war es ganz grau und dann kam auf einmal so ein Loch, hat so ein blauer Himmel durchgeguckt. Ja. Das war genial, sah das aus. Und dann habe ich gesagt, da kann ich nicht mitarbeiten hier mit dem Wetter. Bitte was anderes. Also nächste Woche, wenn wir in Cuxhaven sind, haben wir strahlenden Sonnenschein. Das ist also ich schön, schon, da freue ich mich also das ist, ne? Obwohl Bremerhaven fand ich schöner. Bremerhaven? Ja. Was soll ich denn da in Bremerhaven? Da war, fand ich, ja okay, wir haben auch die Gegend uns angeguckt. Ne? Ja, okay, also bei uns ist es so, wir haben eine Penthouse-Wohnung oben, direkt am Hafen, also direkt an der Elbe in Grimmershörn. Du guckst also vom Wohnzimmerfenster aus auf den Yachthafen und auf die Elbe, kannst dir die dicken Pötte angucken, wie sie vor deinem Wohnzimmerfenster herfahren. Zum Esszimmer gucke ich auf den Hafen, also wo die Jan Cooks und hier die Seehundbänke, Schiffe und das alles liegen. Und vom Schlafzimmerfenster aus gucke ich dann auf die Fluttore und auf die Stadt, also quasi runter. Und ich sehe mich schon auf der Terrasse sitzen, weil es gehört eine Dachterrasse zu. Mhm. Sitze mich da auf der Terrasse, die ist schön windgeschützt. Zwar in meiner Jacke, aber in der Sonne. Oh, ja. Ja, aber das ist doch egal. Das ist egal. Schön, ja. Und ich habe gesagt, es ist mir völlig egal, was für ein Wetter ist. Ich möchte nur nicht, dass es, wer weiß, wie regnet. Das ist dann nicht so schön. Man kann sich auch regentechnisch anziehen, aber es kann ruhig grau in grau sein. Das wäre mir auch egal. Hauptsache, es würde nicht regnen. Weil dann machst du nicht so viele Spaziergänge. Ja. Ne? Weil selbst wenn du, ich meine, mit Schirm brauchst du an der Nordsee rumlaufen. Da wirst du weggeblasen. Also selbst wenn du dann deine Regenjacke anhast, bist du irgendwann mal durch. Ja. Und nee, also das möchte ich. Ich möchte gerne, und als ich dann hörte, dass für nächste Woche, für die ganze Woche Sonnenschein, Es war kalt, 6 bis 8 Grad haben sie nur angegeben. Aber das ist doch egal, ne? Dafür haben wir ja genau verstricktes, dass wir uns so umlegen. Weißt du, was das für mich bedeutet? Das heißt, morgens aufstehen, wann ich Bock habe, frühstücken, raus, schön draußen irgendwo Mittagessen und nachmittags mit einem Stück Kuchen nach Hause kommen, mit Käffchen und Tee, dann, ne, auf der ja, okay, oder im Esszimmer sitzen und nach draußen gucken und dann halt in der Wohnung sich aufhalten den Rest des Tages. Also meistens sind wir so um 3, 3:30 wieder in der Wohnung und bleiben dann auch da. Also dann gehen wir nicht mehr raus. Ja, dann warst du auch genug draußen, durchgeblasen worden und dann ist auch gut. Im Winter ist das, also im Sommer, wenn ich dann im Strandkorb, da kann ich morgens nach dem Frühstück um 9 kann ich mich in den Strandkorb hocken. Und kann dann abends um 7 Uhr zum Essen gehen. Das macht mir gar nichts. Ne? Nee. Aber im Winter... Haben wir ja auch gemacht. Tagsüber waren wir unterwegs und dann späten Nachmittag waren wir dann in der Wohnung. Genau. Es war ja schon Herbst eigentlich. Ja, genau. Ja. Obwohl wir hatten Glück mit dem Wetter. War er denn bei Gabi? Ja, ja, natürlich. Natürlich, ja sicher. Wolle Holika ist ein Muss, ne? Ja. War leider auch proppenvoll an dem Tag, weil die hatte ja dann beschränkt auf... Ich glaube, Freitag und Samstag nur. Mhm. Und der Mann war am Färben. Ja. Der musste dann zwischendurch immer Pause machen, die Gummihandschuhe aus und uns helfen. Ja, also Mr. Bolleholiker, hol mal bitte dies und das. So geht das dann in einer Tour. Ja. Ne? Also auch klasse. Ich bin da mal gespannt, ich habe schon gesagt, also wenn ich hier weg und ich bin zu Hause und habe meine Färbestraße dann in Beschlag im Keller, da kann er auch mitmachen. Auch meine Schwiegertochter, die dann nebenan wohnt, die macht mal. Ich finde das immer ganz interessant, was dann dabei rauskommt, weißt du? Ja. Ne? Guten Morgen. Morgen. Alpha
aber hin. Dankeschön. Bis Wochenende. Ach, Sie auch. Tschüss. Das war unser Postbote und hat jetzt die Post gebracht. Gott sei Dank hast du Post bekommen. Ja. Bei uns ist das im Moment, wenn wir Glück haben, einmal die Woche. Also die haben ja gestreikt. Und während die gestreikt haben, habe ich keine Pakete gekriegt. Da habe ich keine Post gekriegt. Und dann kommt es einmal, wir haben hier so ein ganz liebes Mädchen, sage ich immer dazu, weil eine junge Frau halt, die sonst die Woche immer kommt. Und die drückte mir dann so einen Stapel Briefe in der Hand. Wow. Ja. Weil ich ja für Tulla auch immer hier hinkriege. Ne? Mhm. Da denke ich, ey, toll, so einen Stapel. Und dann komme ich nach Hause. Und keine Pakete. Und dann komme ich nach Hause. Sonnenstapel in meinem Briefkasten zu Hause auch nochmal, weißt du, die ganzen, und was ist es dann? Natürlich Rechnung, was kriegst du denn sonst für Post? Ja, Rechnung und Reklame. Aber die Ware ist noch nicht da. Ja, zu Hause ist es dann halt wie so Versicherungen und all so ein Kram. Ja, dann ist halt jetzt diese, und Reklame. Die neue Zeitung Anfang des Jahres, was du da alles kriegst, die neuen Unterlagen. Ja, ach. Wenn ich keine Post kriege, dann brauche ich auch keine Rechnung bezahlen. Keine gute Post ist keine Post. Genau. Aber die wollen das ja beibehalten, irgendwie habe ich gelesen. Ne? Die wollen ja nur noch sammeln und dann vielleicht einmal in der Woche oder so. Ja, weil die zu wenig Leute haben. Ja. Das ist mir auch aufgefallen. Ich war im Edeka und wir haben lange gearbeitet, ich hatte einen langen, stressigen Tag und ich hatte dann Sari gesagt, lass uns in Edeka fahren und lass uns mal zum Kochen, keinen Bock, wir nehmen was von der frischen Theke. Der hatte schon Feierabend. Nein, die haben ja bis 8 Uhr auf, aber es war eine Riesenschlange, es standen bestimmt 8-9 Leute davor und wir wollten ja jetzt zu dieser anderen, also das war jetzt Fleisch und Wurst und wir wollten zu dieser Theke, wo schon die frischen Lebensmittel, also die fertigen. Ja, heiße Theke. Heiße Theke. So, und da stand niemand. So, und da haben wir dann tatsächlich 20 Minuten gestanden, bis dann jemand kam, weil sie waren nur zu zweit an dieser riesen langen Theke. Also du musst dir vorstellen, das fängt mit Fisch an, über Käse, Wurst, Fleisch, nochmal Fleisch und dann kommt die frische, also die heiße Theke. Mhm. Und nur zwei Leute. Ja. Und als dann der dritte dann endlich kam und er entschuldigte sich natürlich, aber ich sag, was ist mit euch los? Wo habt ihr kein Personal? Nein. Und dann sagt er, sie werden es nicht glauben. Nein. Nein. Es ist kein Personal zu finden. Und dann sag ich mir, wo sind denn diese Leute geblieben, die da vorher gearbeitet haben alle? Ja, ein Teil ist in Rente und ein Teil kann... Ja, aber wo ist denn der Nach... Wo kommen denn die Leute? Hallo? Was machen wir denn? In der Politik. Ach, wir wollen keine Politik machen. Wollen wir nicht. Genau, das wird darauf hinauslaufen. Aber dann fragen, ja, das würde darauf hinauslaufen. Das tun wir nicht. Also gehen wir nicht mehr nach Edeka. Doch, sicher. Doch, ich werde weiterhin zu Edeka gehen. Weil ich will ja was Leckeres zu essen haben. Ich gehe mal nicht mehr. Nein. Also nur, war ja nur eine Zustandsbeschreibung. Ich gehe ja einkaufen. Was heißt, ich gehe selten einkaufen. Meistens geht Harry einkaufen. Also Edeka, Marktkauf oder Aldi. Woanders gehe ich nicht hin. Ja, okay, wir müssen ja alle Geschäfte auch erwähnen. Lidl, nenn doch bloß Penny. Penny mag ich nicht. Die Lebensmittel schmecken mir nicht da. Penny mag ich überhaupt nicht. Lidl hat auch nicht so das, was ich so bevorzuge. Und wie gesagt, dann wird Edeka, Marktkauf und Lidl und Aldi. Das sind so die Geschäfte. Okay, bei uns gibt es keinen Marktkauf. Bei uns gibt es Kaufland jetzt. Und Globus gibt es bei uns. Globus, ja. Kaufland ist auch nicht meins. Man muss, also dadurch, dass wir jetzt, wie sagt man, ein Stück glückliches Fleisch haben wollen, weil ich werde kein Vegetarier. Nein. Ich werde auch kein Insektenfresser. Nein. Seitdem ich das weiß, gucke ich immer bei jedem Artikel auf die Zusätze, die da drin sind. Das ist mir ganz egal, was es ist.
Ich gucke alles immer. Kennst du denn nach. Alle Abkürzungen dafür? Mittlerweile, ich habe mir das im Internet angeguckt, was für Wörter die dafür verwenden, wenn die das. Ja, und dann tut es auch noch die Preise erhöhen und die Tüten noch kleiner machen. Aber nur, weil man jetzt die das hochprozentige Eiweiß kriegt. Wer war das nochmal? Wer hatte das nochmal gesagt? Ich weiß gar nicht mehr. Irgend so ein Comedian. So ein Kabarettist hat das letztens gesagt. Wer war das denn nochmal? Letztes Jahr haben wir noch die Bienen, also dass wir die Bienen schützen müssen und heute fressen wir die Käfer. Also das sind doch eher so Würmer oder Maden oder irgendwie sowas, ne? Ja, aber ich darf mich auch mit der Ausdrucksweise, es können auch Kinder zugucken. Das geht nicht. Also, ne? Ja, okay, wir tun Fakt, also, ist Fakt, was Fakt drin ist, Fakt, was drin was ist, drin ne? Ist. Also. Ja. Nee, also irgendwo weiß ich nicht. Wenn wir es von klein auf gewöhnt wären, wäre es wahrscheinlich auch was anderes. Das ist, vor allen Dingen, sie müssen es ja deklarieren, weil es können ja Allergiker dabei sein. Du weißt ja nicht, weil das ist ja... Jetzt muss ich schon mal schauen. Ja, aber jetzt mal ohne... Nein, Eiweißschock. Proteine. Und da war ja zu wenig Ärzte, aber wirklich. Naja, nee, jeder wird raus. Pfui. Oh Mann, oh Mann. Ja, nee. Wir kommen zurück zur Wolle. Schön, schöne Farben. Ich mag lila. Ja, ich auch. Ja. Lila, der letzte Versuch. Oh Gott, Leute. Also wirklich. Ich sag doch, die Früchtchen. Ja, also ich sag mal was jetzt. Ja, sag mal was. Ja, genau. Mach doch. Ich habe heute eine Häkelstrickjacke angezogen. Extra, weil du immer sagst, du magst keine Häkelsachen. Ist den Pullover. Ja, genau, das haben wir extra gemacht. Aha, ja, genau. Gemein. Ja. Ja. Naja, aber wenn ihr das leiden mögt, ist doch gut. Also ich finde es jetzt nicht so hässlich, nein, ganz hässlich ehrlich. Wir wollten mal für die Häkel-Freaks wollten wir mal in eine Presche springen. Genau. Ja. Deswegen sitzen wir auf dem Sofa. Genau, dass man mal was anderes anbietet. Und ich habe die Anleitung hier noch mitgebracht. Ist aus einer älteren Zeitschrift. Häkel-Ideen steht da drauf. Ich glaube, die ist von 2016. Oh, ich verlage. Oh, oh, das habe ich auch, die Anleitung. Das die finde ich gar nicht. Ja, habe ich auch. Ich glaube von Epic auch. März, April, Häkel-Ideen Nummer 5, 2016. Okay. Und das ist die Jacke in Originalfarbe. Mhm. Und ich fand die halt total schön und habe mir die nachbearbeitet. Ja. Cool. Für unsere Häkel-Begeisterten auch etwas. Genau. Ne? Ja. Als Gegengewicht. Ja, als Gegengewicht. Ich häkel ja auch manchmal so hin und wieder mal ein Tuch. Ne? Und dann wollte ich auch noch zwei Podcaster erwähnen. Das ist einmal Katrinchen Kirschblüte. Die finde ich die persönlich ganz, toll, ganz toll. Ja. Die gucke ich auch immer. Die hat jeden Donnerstag ein Tutorial drin und jeden Sonntag macht sie einen Podcast. Mhm. Ist eine die ist echt... Ja, so eine ruhige Art hat sie an sich, sie erklärt sehr schön und aber ich die hat, aber die, glaube, die kennen viele. Die kennen ich viele, glaube, die ja, kennen die Häkel begeistert. Ich glaube, die, genau, die Häkel-Leute, die haben die auf dem Plan. Und dann gucke ich mir auch sehr gerne an Tante Gretchen. Die kenne ich nicht, die gucke ich mir nachher ja, an. Ja, macht auch sehr moderne Anleitungsvideos und gefällt mir persönlich auch sehr gut. Habe ich aber auch noch nichts nachgearbeitet, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Also Tutorials gucke ich überhaupt nicht. Also, ja, brauche ich eigentlich nicht. Ich gucke mir dann den Podcast an, auch von Katrinchen. Mhm. Ich gucke den Podcast. Also wie man häkelt, weiß ich. Und wie man dann so, ne? Ja, aber die hat jetzt zum Beispiel dieses Schmetterlingstuch jetzt neu. Und die verarbeitet halt viele Bobbel.
Ja. Viele mögen das nicht. Du magst es nicht mehr, hast du auch gesagt. Ja, aber ich bin jetzt gerade wieder back to the roots, also muss ich ganz ehrlich sagen. Jetzt muss ich ganz ehrlich dazu sagen, also Bobbel verhäkel ich. Ne? Die verstricke ich nicht. Weil ich finde, wenn du Bobbel strickst, sind die lapprig. Mhm. Dass ich das hier nochmal aus dem Bobbel gemacht habe, also das sind ja so kleine, die habe ich mir in Sulingen gekauft, diese Keks. Das war aber auch nur, weil das Inseltuch auch original aus einem Bobbel entstanden ist. Mir ist das fürs Stricken einfach so ein Bobbel zu labbrig zu. Ne? Ich verhäkel die lieber. Dann sind die fester, dann haben die ein bisschen mehr Griff, ein bisschen mehr Stand. Und das ist jetzt echt eine absolute Ausnahme. Das andere Tuch aus dem Buch, Margarets Strickbuch, habe ich ja aus Leinenseiden, Leinen mit Seide oder so, aus ganz normaler Wolle. Weil ich habe noch einige Bobbel liegen und die werde ich zu Häkeltüchern verarbeiten. Weil das finde ich schöner. Ja, ich glaube, sie macht das eher aus dem Grund, sie ist Veganerin, das sagt sie auch ganz klar. Und naja, aber wenn sie Tauschpakete ja macht, ist schon mal ein Merino-Wolle oder was dabei, aber im Großen und Ganzen sie selber kauft ja nur. Ja, okay, also wir haben ja auch, wenn es danach geht, vegane Garne kannst du ja überall. Wir haben Leinengarne, wir haben Hanf, wir haben Zuckerrohr, wir haben Eukalyptus, Baumwolle ja sowieso. Es gibt so viel, es gibt Soja, wir haben, ich glaube, wir haben 10 verschiedene Qualitäten an veganem Garn. Ich finde aber auch, ne, in letzter Zeit hat das so zugenommen, dass auch diese kleinen Cakes immer mal wieder einen Farbverlauf drin hatten. Haben. Also das war früher auch nicht so, fand ich. Also da hast du mehr so unifarbene Sachen gehabt und ich sehe ja jetzt bei dir auch im Regal hier, dass das ja, das jetzt für ist den ja Sommer jetzt auch nochmal neu ist. Den Farbtornado hier. Genau. Das ist ja recycelte Biobaumwolle. Also ist halt ein bisschen teurer. Ist halt so. Wenn du was Biologisches oder Bio oder Vegan haben möchtest, dann wird das halt auch nicht in Massen produziert. Das ist halt dann einen Euro teurer. Bambus, ja, genau, Bambus habe ich noch vergessen. Bambus habe ich hier liegen, 100% Bambus. Und selbst Polyacryl, wenn du das jetzt nimmst, ist okay, unheimlich also teurer geworden. Also, Polyacryl, also wenn du was willst, musst absolut du was bezahlen. Ne? Also das ist ja schon immer so gewesen. Für Polyacryl bin ich also absoluter Gegner, weil ich mag keine Plastikflaschen tragen. Und das sind nein, ich sag nur als Beispiel, ne, jetzt für Preise oder ja, so. Ja, okay. Es ist alles teurer geworden, ja, und das ist, ja, halt unser Hobby. Halt. Und ja, ich sag und mal wenn so, ich da Wert drauf lege, dass es Bio ist oder genau, dass es vegan ist, ja, dann kann ich halt keine Billigklotten aus irgendeinem anderen, dann muss ich halt. Aber ich finde das auch gar nicht mal so schlecht. Ich habe ja nicht, um Gottes Willen, ne? Sonst hätte ich ja nicht so viel Auswahl für Vegetarier und Veganer, ne? Jetzt mal ganz ehrlich, hätte ich nicht. Aber ich. Ne? Viele können auch Merino gar nicht vertragen oder ja, haben das Probleme kann ich zum damit, Beispiel, ne, nicht verstehen. Also das ist ja nun Merino-Garn. Ich werde das ja nicht vergessen, wie mir das eine Mädchen dann sagte, die armen Schafe müssen sterben für dieses Garn. Hä? Ja, die Schafe müssen dafür sterben. Ich sag mal, wer erzählt hier sowas? Ich sag, wenn du ein Schaf nicht scherst, ich sag, dann stirbt ja es. Das ich sag, muss einmal im Jahr muss das Minimum. Ja. Muss das geschoren werden, sonst ja stirbt es. Also, dann denke ich immer, hallo, lernt ihr nichts in der Schule? Was erzählen euch? Aber dann denke ich immer, nee, die Lehrer sind jetzt auch so in den Jahren, wie meine Kinder sind. Ja, und ich kann mich erinnern, da fing das so an mit dieser ökologischen, wie drücke ich das jetzt, charmant aus. Ja, mit dem ökologischen halt. Die Kindererziehung waren das. Wir hatten Nachbarn, also die sprachen mit einem 2-jährigen Kind, als wenn es ein Erwachsener wäre. Ach, die autoritäre Erziehung. Ja.
Anti-Autorität. Und, die, ja. Und dann bekam dieses kleine Mädchen noch einen Bruder. Und dann war das Baby war vielleicht 3 Monate alt, 12 Wochen oder so. Und dann hatte man mich gebeten, als Nachbarin könntest du eventuell für eine Stunde aufpassen. Ich habe einen dringenden Arzttermin. Selbstverständlich. Ja? Und dann ist es halt so, natürlich, man muss das Kind mal wickeln, das Kind hat Hunger oder irgendwas, war ja erst 12 Wochen alt. Und es schrie und schrie. Und dann habe ich gedacht, naja gut, dann wickelst du das Kind jetzt mal. Und dann habe ich gedacht, dann habe ich mal eine andere Nachbarin dazu gerufen und habe gefragt, ob das Kind vielleicht krank ist, als ich das gesehen habe. Ich habe noch nie gesehen, dass ein 12 Wochen altes Baby Körner schittert. Das, die haben diesem 12 Wochen alten Baby, also Körner, jetzt keine Haferflocken oder normale fertige Milch fertig gemacht, sondern es kamen dann also Getreideprodukte mit in diese Flasche. Und da waren dann, die machte das selber, ich habe mich ja dann bei ihr erkundigt später. Ich habe gesagt, was gibst du denn dem Kleinen? Ich sage, warum ist das so? Und dann hat sie gesagt, sie zerstößt das in diesem Mörser und das kommt dann mit in die, also nahrhaft mit in diese Milch, die sie da, so eine extra Milch. Ich kann das nicht mehr, das ist ja schon 30 Jahre her. Oh, und dann habe ich nur gedacht, naja, ob das so gesund ist, ich weiß es nicht. Aber es war der Darm doch noch gar nicht. Es war nicht mein, es ist nicht mein Kind, was soll ich machen? Und es ist, ne, das hat mir irgendwo nur ein bisschen leid getan. Aber wie sind wir da jetzt da drauf gekommen? Vegane Garne. Ach so, vegane Garne, ja, Ernährung. Garne so. Für Vegetarier, ja, und vegane, ja, Leute. Ja. Und ich finde das ja auch in Ordnung. Also wenn ich jetzt sage, ich möchte gerne vegan mich ernähren. Gar kein Thema. Dann ist das okay. Aber ich habe jetzt letztens im Fernsehen jemanden gesehen, also ja. Die ist ja so radikal, dass die also auch die Fernsehbühne dafür nutzt und will ja jetzt betitelt ja Leute, die Fleisch essen, als Mörder oder was weiß ich. Nur dann denke ich immer, Mädchen, es ist mir ganz egal, wie du dich ernährst. Wenn du dich vegan ernährst, ist das völlig in Ordnung für mich. Aber warum ist es für dich nicht in Ordnung, andere Leute zu akzeptieren? Das meine ich mit Toleranz. Ich muss das tolerieren. Warum denn nicht? Dann habe ich letztens zu jemand gesagt, die ja auch, also die militante Veganerin ist, dann habe ich dann zu ihr gesagt, ich sage, du frisst mir meine Blumen weg. Ich sage, die hat auch eine Seele. Ich sage, jeden Morgen spreche ich mit meinen Blumen. Ja. Ich sage, das sind Pflanzen. Ich sage, da spreche ich mit. Und dann guckt die mich an, als wenn ich, ne? Ich sage, ja. Ich sage, du frisst mir meine Blumen weg. Ich sage, das ist auch nicht schön. Das ist auch nicht schön. Ist ja auch nicht schön. Ne? Also ich finde diese Intoleranz bei diesen Leuten so schlimm. Jeder so, wie er es möchte. Und wenn ich dann höre, Fleischverbot und dies und jenes. Ich finde, grundsätzlich sollte man dankbar sein, dass wir was zu essen haben. Eben, ne? Und auch mal daran denken, an andere Menschen, die nichts haben. Ne? Genau. So. Und du musst. Und man kann sich ja auch mit dem Fleischkonsum einschränken. Natürlich. Und dafür was Gutes essen. Du. Und jeder nach seiner Fasson. Ich wollte gerade sagen, also bei uns zu Hause gibt es nicht jeden Tag Fleisch auf dem Teller. Ja. Nee. Und ich wissen wir ja auch mittlerweile, dass das ja nicht gesund ist. Nein. Ne? Also das ist. Was meinst du, wenn ich scharfe Möhrchen mache? Was die da hinterher sind? Ja. Sind denn bitte scharfe Möhrchen? Scharfe Möhrchen? Das ist ein Eintopf, ein Möhreneintopf, okay. Aber da kommt halt kein Fleisch rein. Okay. Und dafür sind da unheimlich viele Gewürze. Also das kann ich euch jetzt alles nicht erklären, das müsste ich dann aufschreiben und euch mal vorlesen. Also es kommen Pfeffer und Salz ist ja sowieso drin, dann Paprika kommen rein, so ein bisschen Chili. Und dann, okay. hast du Eigenkreation oder vererbtes Rezept? Nein, Eigenkreation. Sowas mache ich selber. Ich probiere sowas. So, und da sind nur Kartoffeln drin und Möhrchen. Und vielleicht tue ich noch ein paar Zwiebelchen mit rein. Je nachdem, wie ich so drauf bin. Oder wie mein Mann. Mein Mann macht das ja auch.
wie wir so drauf sind. Aber es kommt kein Fleisch in den Möhren-Eintopf. So, und das sind, weil die so schön scharf sind, also wo das so schön scharf schmeckt, ja, sind das scharfe Möhrchen. Und bei uns essen die die halt gerne. Ich muss da kein Fleisch rein. Am besten schmeckt es am nächsten Tag. Ja, ne? Deswegen sage ich ja, also nur ich lasse mir von irgendwelchen anderen Leuten nicht vordiktieren, was ich zu essen habe. Und wenn ich 20 Mal in der Woche ohne Fleisch esse, ja, dann ist das meine Entscheidung. Und wenn ich mir am Wochenende einen fetten Schweinebraten auf dem Teller tue, ist das auch meine Entscheidung. So, dabei esse ich ja gut. Dabei esse ich überhaupt kein Schweinefleisch. Ach so. Nein, ich esse nur Fisch und Geflügel. Ja, stimmt, das hast du schon mal öfters gesagt. Eine richtige Soße schmeckt nur von einem schönen Stück Fleisch. Ja, richtige Soße musste schon. Ja. Ja, und dann. Ach, ja. Ach, jetzt möchte ich wieder so was anderes. Jetzt willst du kochen. Jetzt hast du wieder Hunger. Jetzt habe ich Hunger. Nee, jetzt hören wir auf mit dem Essen. Ja, mit Essen wollen wir jetzt nicht. Ne? Also mal, ich spreche aber jetzt nicht über Fastenzeit und Diäthalten. Ne? Also das braucht man nicht als Thema. Nee, das mache ich sowieso nicht. Das mache ich nicht. Ich faste nicht. Ich habe genug gefastet, du. Ne? Ich werde jetzt in der letzten Zeit, ja. Jetzt ist erstmal Ruhe. Es war ja unheimlich viel los hier und boah, abends so fertig, die Füße taten weh. Ich sag zu Mari, was essen wir denn heute Abend? Und er, ich habe Kopfweh, ja, das Wetter endet. Ich sag, weißt du was? Ich sag, keiner von uns stellt sich jetzt an die Erd. Da weißt du, was du machst? Siehst du, du fährst jetzt zu unserem Chinamann. Und wir essen nur in Bünde bei Halong, China, weil ich diese Zusätze nicht vertrage. Wenn du in einen anderen, und der benutzt so gut wie keine. Und der hat auch keine Sprossen, Sojasprossen, weil ich die auch nicht vertrage. Verarbeitet der auch nicht. Wenn ich da Bratreis hole, habe ich da nie Sprossen drin oder was. Und ganz wenig von diesen Geschmacksverstärker. Deswegen kann ich das gut vertragen. Und ich nehme immer Bratreis mit Gemüse. Guck, wow, ist auch kein Fleisch drin. Ja. Mal, das ist mir aber gar nicht bewusst, weil ich das gerne esse halt. Ne? Und ich sag ja, dass du kannst dich ohne irgendwelche Druck kannst du dich ernähren. Hochbeete gibt es jetzt also nicht bei uns. Also ich finde immer wichtig, dass man danach geht, worauf habe ich denn heute Hunger? Genau. Das und ne? Das braucht auch der Körper dann und danach kann man gut leben. Am Mittwoch zum Beispiel, da war ich ja noch bei meiner Kollegin, die ihr Wollgeschäft in Bünde geschlossen hat. Und dann sind wir anschließend in Hermsburger. Und ich habe einen Hähnchenburger gegessen mit Pommes. Ganz fett. Und eine Cola dazu. Wow. Ja, das ist für mich ist das schon... Ne? Das ist selten. Ja, das ist ein richtiges Erlebnis dann. Vor allen Dingen Pommes und dann auch noch mit Ketchup und Mayo. Muss auch mal sein. Kann man sich so zweimal im Jahr. Ach, ehrlich. Lecker. Nein, das muss mal sein. Und was glaubt ihr, wenn ich in Cuxhaven bin, ne? Wovon Fisch. Ich mich ernähre? Von Fisch. Ich werde das als allererstes, wenn wir ankommen, das wird in der Mittagszeit sein. Dann werden wir nach Dunen fahren, in die Post. Und ich werde meinen Hamburger Pannfisch essen. Das mache ich jedes Mal. Wenn ich nach links, dann gehe ich erst dahin und da wird der Hamburger Pannfisch gegessen. Und dann die nächsten Tage. Egal wo, aber Hauptsache es gibt Fisch. Ja, muss man ausnutzen, ne? Ja, das ist wirklich. Und der Fisch schmeckt auch ganz anders, als wenn du mir... Ja, klar. Das ist so. Lieferwege oder ist eingefroren. Frisch ist immer was anderes. Das ist schon. Ja. Macht schon Spaß. Das muss sein. Das muss sein. Nein, gut. So, jetzt sind wir gerade. Was hast du mit dir? Mein Gott. Wo? Ja, ich bin am Überlegen, welche Ecke haben wir jetzt vergessen? Bei Bayern, das sind die Seppelhosen? Bayern, Norden waren wir. Ja, okay, also in den Osten möchte ich noch. Genau, da müssen wir. Ja, das wollten wir auch. In den Osten möchte ich noch ganz
ganz, wir waren vor 2 Jahren, oder ist das schon 3 Jahre her, waren wir in Schwerin, Wismar, so in der Gegend, weil da eine Strickfreundin von mir hingezogen ist, haben wir die besucht. Und da war das schon, aber ich möchte gerne so Ostsee, Kühlungsborn, Rügen und alle so in diesen, mal gucken. Und vielleicht Mecklenburger Seenplatte. Mal sehen, was man da so abgrasen kann. Weil in den Westen, weißt du, wir sind ja schon bei Holland. Wir sind ja, ich fahre ja höchstens eine 1,5 Stunden, dann bin ich an der Grenze. Holland, ja, wir fahren 20 Minuten. Ja, siehst du. Ne? So, ja. Und da brauche ich jetzt zum Westen hin, ist nicht viel. Also da bin ich ja gleich in Niederlanden oder in Belgien. Bei uns ist das am Wochenende, da ist Invasion der Holländer bei uns. Ja, und die Deutschen flüchten nach Venlo. Ja, da ist da keiner, da findest du dann alle, also Duisburg, Oberhausen, alles. Und die Holländer, die sind dann bei uns. Ja, ja, guck. Ja, die wollen auch mal was anderes sehen. Dann tauscht ihr einfach am Wochenende aus. Ja, ja, genau. Ach, und zum Europamarkt nach Aachen, da würde ich auch gerne mal. Was ist das denn? Da waren wir mal vor zig von Jahren. Mein Onkel wohnt in Aachen und meine Eltern wollten ihn auch besuchen. Und dann haben wir gesagt, dann gehen wir auf den Europamarkt. Und da stehen aus aller Herren Länder Stände mit Kunstgewerbe. Wow. Aber da war eine Engländerin, die hatte, du kennst doch hier diese... Wie heißt sie nochmal? Wie heißt sie? Lotta? Nee. Die Handschuhe macht mit dem Fair Isle. Wie heißt sie nochmal? Aus Norwegen, Finnland, Schweden. Ach, ich habe mir das Buch doch extra bei ihr bestellt. Über eine Zuschauerin habe ich das bei ihr bestellt. Okay, wie heißt sie denn? Und die hatte damals schon, das ist bestimmt schon 6, 7 Jahre her, dass wir da gewesen sind. Die hatte dann schon, war eine Engländerin, die hatte dann diese Handschuhe schon, die jetzt so modern sind mit diesen ganzen Verein. Die verkaufte die da. Dann war eine spanischer Stand mit so Töpfereien. Dann Glaskunst. Nicht nur Stricken, sondern... Das ist aber nur, das ist nur Kunstgewerbe oder Kunstgewerbe. Auch, dass man was probieren kann aus anderen Ländern? Da, nein, also Stände mit Essen habe ich da... nicht groß gesehen. Da waren wohl welche so mit Süßigkeiten oder mit, aber großartig nicht, nein. Also das ist das meiste, was da ist, also was ich, und vielleicht habe ich da auch nicht drauf geachtet, weil ich habe also mich immer nur für das Kunsthandwerk da interessiert. Und dann waren wir in Aachen am Rathaus, da gibt es die, ich glaube, das hieß Kutscherstuben. Da waren wir Sauerbraten essen. So einen Sauerbraten habe ich bis jetzt noch nicht wieder gegessen. Der war so lecker. Und dann sind wir dann anschließend das Jahr drauf oder so, sind wir da einfach mal auf Wochenende hingefahren. Und dann hatten die den nicht. Oh, also. Boah, da war ich echt, ey. Oh, ich habe jetzt ja gerade eine Farbänderung. Ja. Naja, ist egal. Auf jeden Fall ist das auch ein schöner, ich weiß gar nicht, ob es den noch gibt, war eigentlich Europa. Müsste man mal googeln, ne? Müsste man mal googeln, aber ich glaube, dass, also da waren wirklich, und Aachen ist ja auch das Dreiländereck, ne? Ja. Und Deutschland, Belgien, Niederlande. Und ganz viele, also unheimlich viele Nationalitäten. Und unheimlich tolle, spannende Sachen. Also und das ist an welchem Tag? Das war, ich glaube, das war das ganze Wochenende, Samstag und Sonntag. Und im Sommer, im September, glaube ich, wäre das gewesen. Also die haben wirklich schöne Sachen gehabt. Weil wir, jetzt wollen wir nach Kleve auf den Handwerksmarkt. Ne? Das ist aber auch schon ein Ostermarkt. Das ist ja. So ein Ostermarkt, okay, ist das in Kleve. Da ist auch mit so Handwerk und alles. Ja, also ich finde diese... Ja, Handfärber sind da wohl auch. Ja, ja, ja. Und das also 18. 19. März ist das. Mhm.
Also wir sind aber auch noch nicht da gewesen, wir können auch nichts sagen darüber. Ne? Wir waren mal in Wietzen, also wir sind ja oft mal Südseecamp gewesen, Wietzendorf, in der Nähe von Soltau. Und da hatten die einen Handwerkermarkt, also einen Kunsthandwerkermarkt auf einem Pferdegestüt. Wie hieß denn der Ort nochmal? Der war nicht weit weg. Das sind ja immer so die Dörfer ringsrum. Mhm. Ne? Und die hatten auch Kunsthandwerkermarkt auf diesem Pferdehof. Und der war richtig schön. Das waren auch tolle Sachen, die da. Die hatten dann auch Blumen, Senf, Öle und dann Schmuck und Tüch, ach, allen möglichen Krams. Also, aber ich komme nicht mehr drauf, wie das hieß. Zur Weihnachtszeit oder nein, jetzt das so war, um diese das Zeit? War das war im Sommer. Da sind wir auch immer im Sommer so aus. Wir fahren ja nie zu den Schulzeiten. Das war entweder vor den Sommerferien oder nach den Sommerferien fahren wir immer. Weil mir das andere immer zu voll ist dann. Ja. Ne? Und wir haben keine kleinen Kinder. Wir können ruhig dann vor und nach Saison fahren. Wenn die schön brav in der Schule sind. Ja. Müssen. Ja. Ja. Ne? Deswegen. Das hat mir wirklich, das hat mir auch gut gefallen. Naja, und Sulingen, ne? Da freue ich mich auch schon drauf. Das ist ja nicht weit. Nee. Da fährt man mal gerade hin. Weil Düsseldorf fällt aus. Ja, ich bin total entrüstet. Nachdem das letzte Woche im Podcast. Ja. Nee, im Plausch auf der Couch gesagt wurde, da habe ich das recherchiert und habe gedacht, wie kann das sein? Ja, und jetzt hat mir eine Zuschauerin geschrieben, Kiel geholt in Duisburg fällt auch aus. Ja. Warum? Ja. Was ist denn los? Also, aber ganz ehrlich, also wenn ich doch schon für nächstes Jahr ein Datum festlege, dann habe ich doch den Vertrag gemacht. Das ist für mich etwas, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Die Flyer verteilt habe auf Wolfest Düsseldorf. Wir haben doch schon, bitte merkt euch den Termin für nächstes Jahr. Ja, aber in Düsseldorf ist ja ein anderes, ja nicht der Fall ja anders. Ne? Da geht es ja um den Betreiber und den Veranstalter. Ich glaube, da ist wohl irgendwas im Argen, dass die sich nicht geeinigt haben. Das ist natürlich was anderes. Ganz genau weiß ich das jetzt nicht. Aber was ist denn mit Kiel geholt? Warum ist das denn abgesagt? Ja, weil die haben den Platz nicht rechtzeitig reserviert. Da sind andere Veranstaltungen drin. Habe ich ihr auch gezeigt im Internet. Echt? Ja. Da ist kein Platz mehr drin. Der ist komplett ausgebucht. Ja, aber wenn ich das doch, dann mache ich das doch gleich fest fürs nächste Jahr. Das ist ja mein Reden. Ja. Also, es würde ich so nicht machen. Aber schade. Jetzt hattest du noch was gefunden, ne? Wo wir hin wollten, irgendein Wollfest. Ne? Die müssen doch irgendwas dann dafür, was machen denn die Aussteller? Die müssen doch irgendwas noch finden. Ja. Wo die, also wo für diese Leute tut es mir auch wirklich leid, weil das ist Umsatz. Echt? Denn man geht ja auf dieses Wollfest, ja, um vor etwas allen zu Dingen kaufen, du, wenn du, zu sehen. Wenn du wenn ich jetzt als Handfärberin auf so einen Markt gehen würde und ich wüsste, dieses Jahr an dem und dem ist Duisburg oder Düsseldorf, dann muss ich, dann wäre ich schon längst letztes Jahr schon angefangen, weil du brauchst kistenweise dann. Dann wäre ich, also. Was machen die jetzt, frage ich mich. Ja, du kannst ja weiter im Internet verkaufen, nee, aber nicht du suchst ne? natürlich dann auch neue Locations, ist ja klar, vielleicht finden sie ja noch was. Das ist echt schade. Das ist echt schade. Ich habe mir dafür schon Urlaub genommen. Ja, also wir wären auf jeden Fall gefahren, entweder nach Düsseldorf oder nach Duisburg. Also wir wussten jetzt nicht ganz genau wo, aber da wären wir auf jeden Fall hingefahren. Düsseldorf ist ja von uns ein Katzensprung. Und Duisburg auch. Ja. Beides war ein Katzensprung. Ne? Mhm. Wir waren schon so happy. Ja, ja, das ist sehr echt lange, traurig. Und gibt es denn da keine andere Location in dieser riesen Stadt? Nee. Wie gesagt, nichts. Ja, naja, ne? Was sollen wir machen? Schade. Wir machen unser eigenes. Ja. Wenn ich jünger wäre, hätte ich das schon. Dann hätte ich mir das schon mal. Es gibt hier so schöne Locations ringsherum. Hier in OWL gibt es richtig schöne Locations. Da hätte ich mich dann schon mal drum gekümmert. Auf einer, vielleicht auf irgendeiner Burg oder hier das Wasserschloss, was in Richtung Osnabrück liegt, auf der rechten Seite. Einfach mal, man könnte überall nachfragen, ne? Wie wäre es, wie ist. Oder hier, und selbst wenn ich
hier in Hittenhausen, aber Hittenhausen weg, ne, ist ein bisschen weiter weg vom Schuss, gibt es ja das hier, Kulturmuseum hier, diese Kulturwerkstatt und alles. Hätte man auch mal nachfragen können, ist auch Location bei und so. Aber ich fühle mich da, also ich habe da keine Lust mehr zu, sagen wir mal so, sowas zu organisieren. Ne? Und dann habe ich jetzt letztens gelesen, aber das habe ich nur so überflogen, weil dann kam Kundschaft rein und da hatte ich keine Zeit mehr. Und dann bin ich darüber weggekommen. Das auf Fahnhöhe ist doch auch immer ein Wollfest und das soll auch nicht stattfinden? Es ist also im Internet gar nichts zu finden. Gar nichts. Außer in Holland. In Holland haben die zwei, aber da habe ich nicht recherchiert, wie weit du da fahren musst. Einmal in Zwolle, ne? Ne? Aber ansonsten nichts, ne? Oder Leipzig. Westerwälder Wollfest ist, ne? Wester und Hohenlohes auch. Ja. Ja. Aber das ist von uns auch sehr, ich wollte gerade sagen, sehr, das sehr ist weit, von hier, ne? Auch sehr, sehr weit. Also in Leipzig bin ich in 3,5 Stunden. Hat mir die Karte, Google Map hat angegeben, über die Autobahn, also 3,5 Stunden. Also das ist okay. Aber dass ich jetzt 4, 5 oder 6 Stunden fahre, nee. Weil die Eindrücke als solches auf so einem Wollfestival sind ja schon unheimlich. Ja, und dann bist du schon müde, kommst du schon da an quasi. Ja, wir, ne, sind also Silberstedt gewesen. Das war schon, Silberstedt ist schon weit. Also da sind wir auch etwas über 4 Stunden gefahren. Eine Strecke. Eine Strecke. Ja. Und nee, also und jetzt solche Sachen machen wir überhaupt nicht mehr. Also wenn wir dann länger fahren, so wie jetzt nach Leipzig dann wird sich ein Hotelzimmer genommen und wir übernachten da. Weil, nö, warum? Mal nicht. Ja, aber wir werden schon was finden, wo wir unsere Kohle wieder lassen können. Also das stimmt. Wie gesagt, da bin ich fest noch überzeugt. Also. Ja, ich finde es halt aber für die Leute, die so viel produziert haben, ist es schade und es ist eine Einbuße, denke ja, ich. Das ja, ist der Punkt. Ist, also das ist der Punkt. Geld loszuwerden ist jetzt wieder das Problem. Das ist nicht das Problem. Ne? Jetzt kriege ich Kundschaft und jetzt müssen wir erst wieder ein kleines Päuschen machen. Jo. Oh, hier die alte Frau und das Sofa, ne? Ehrlich. Morgen. Hallo. Morgen. Morgen. So, jetzt geht's weiter. Ja. Ja. Jetzt geht's weiter. Oh. Jetzt tut mir langsam der Rücken weh hier. Ja. Ich dann noch mal eine halbe Stunde uns ertragen muss. Sache doch. Nein, so. Ich habe doch nun gerade eine Kundin bedient. Ja. Ja. Ach, wir haben auf der Hinfahrt, habe ich die Angela auch ein bisschen veräppelt. Ja, ja, was hast du gemacht? Ja, wie sagt man, ich fahre ja dann immer mit meinem Handy, mit Navi. Mhm. Ja, und dann hat die da, wie sagt man, den Nebel an der Scheibe weggemacht. Ich fahre ja gern russisch Roulette, ist ja egal. Ich kann immer noch was sehen irgendwie. Und sie hat dann die Scheibe frei gemacht, ist dann an das Handy gekommen, hat das gerade gemacht. Und dann habe ich die veräppelt und habe gesagt, jetzt hast du es dunkel gemacht. Und wir sind im Tunnel gefahren. Ach so. Natürlich, dass es dann natürlich dunkel wird. Und dann und die direkt, ja. Oh, Entschuldigung, was habe ich gemacht? Ja. Ja. Ich sag's euch. Ne, aber ich habe hier doch tatsächlich fast die zweite Reihe fertig. Hey! In 1,5 Stunden. Ja, ja, das ist das. Je mehr bin ich da am. Und ich habe jetzt die Nase voll. Ich will es nicht mit in Urlaub nehmen. Ich kriege es vorher fertig. Ist das 3,5, was du da hast? Oder 3? Ja, 3,5. Ich stricke ja fast alles mit 3,5. Ich bin so eine 3,5. Und ich 4, weil ich immer so fest. Ja, dann ist das anders. Aber ich bin die 3,5er. Ich nehme die 3,0. Wo waren wir vorhin? Bei irgendeinem Thema, was ich wir weiß es nicht witzig fanden oder so? Ich weiß ich es nicht mehr. Nicht, ne? Wir waren bei irgendwelchen Kunsthandwerkermärkten. Ja, so. Genau, bei Klebe und so. Und ich habe den Kunsthandwerkermarkt in Bünde verpasst. Nein. Ja. Das vor der Haustür. Ich wohne nebenan, ja, und verpasse diesen Kunsthandwerkermarkt. Ist ja nur ein Dorf weiter. Ja. Ja, hatte man mir. Ich habe aber auch keine Zeitung. Und irgendwie ist es mir
entgangen. Schade, ich wäre gerne mal wieder hin. Ich wollte mir für meine Fenster, für meine Wohnzimmerfenster neue Sachen zum Reinhängen kaufen. Da geht immer jemand hin, die hat immer sehr schöne Gestecke oder Gebinde oder wie sich das nennt. Weil das, was ich da jetzt drin habe, das habe ich schon so lange. Ich muss mal was Neues haben. Ist abgegriffen, ne? Ja, ja, es passiert ja nichts dran. Nee, aber das reicht auch aus durch die Sonne. Ja, ich habe das gleich in Weiß genommen. Irgendwann. Ja, irgendwann ist man es leid. Aber das fängt ja jetzt erst an wieder. Jetzt kommen die ganzen Ostermärkte, da findest du bestimmt noch was. Ja, genau. Hier in Herford gibt es ja auch Ostermarkt auf dem Gänsemarkt. Da wollte ich auch mal hin. Ach, wir werden sowieso, sobald das Wetter schöner ist. Dann bist du sowieso mehr unterwegs und die Leute kommen wieder aus ihrem Löcher. Ja. Sei denn, es geht endlich mit dem Haus los, dann haben wir genug zu tun. Ja, dein Sohn hat doch das Dingsbums da gekauft. Nee, ne? Das ist noch nicht. Nee? Nee, ist noch nicht. Ist noch nicht fertig. Wir müssen noch ein bisschen warten. Ach so. Wir sind ein bisschen... Wo die Tochter schon das Pferd drin parken wollte. Ne? Jo. Im Garten, nicht im Haus. Nein, wir haben keine Pferde im Haus. Nein. Gibt es aber auch mittlerweile. Ja. Die Leute auch zum Teil. Ja, das wüsste ich. Ne? Darfst du nicht vergessen, dass das ein Stockmaß hat von 1,80, ne? Ja, solange das Stuben rein und dann ist. Kommt noch, und dann kommt noch der Hals dazu. Und noch Pantoffeln anziehen. Ja. Ne? Andere halten die Schweine. Das kommt, ja, wie soll das, würde gar nicht reinpassen. Ginge gar nicht. Ich finde das sowieso immer witzig, ey. Dieses Riesenvieh. Und meine Tochter ist ja nur 1,57 Meter. Ja, aber es gibt ja Leiter. Ja, also sie kommt da drauf. Also es kann, ne. Du hast heute noch gar nichts von deinen Katzen erzählt. Ich habe ja nur noch eine. Hummel. Ja, die andere ist doch in Urlaub gegangen, oben auf die Wolke. Die anderen sind ja alle schon gestorben. Und unseren Charlie, der wohnt ja noch mit im Haus, das ist ja der Kater meiner Tochter. Der kommt ja hin und wieder mal zum Besuch. Der nicht darf. Der nicht, eigentlich darf er nicht, aber, weil er kriegt ja immer eine gepfeffert. Und, aber er sitzt so gerne vor der Terrassentür und guckt in den Garten. Weil wenn er oben, dann sitzt er immer nur vom Schlafzimmerfenster oben und guckt auf die Straße. Ja, der will ja auch mal. Der will ja auch mal. Ne? Und dann kommt er, holt sich Fünfer ab, setzt sich vor die Terrassentür und gut ist es. Ist echt dieser dicke schwarze Kater noch bei euch in der Gegend? Der Puma? Genau. Ja, hin und wieder mal. Nicht mehr so häufig. Also ich habe ihn ja mit der Wasserpistole und mit allem habe ich ihn ja vertrieben. Hin und wieder kommt er noch mal. Und dann ist meine Hummel aber sowas von schnell im Haus. Die hat Angst vor dem. Hm. Ja, sie ist ein altes Mädchen und er ist so ein Jungspund und frech. Also richtig frech ist der. Und dann hat sie Angst davor. Der drückt sie immer in eine Ecke und haut sie immer. Und dabei ist sie ja eigentlich die Arschlochkatze. War? Liebe Kinder, das habe ich nicht gesagt. Die ist ganz einfach sehr aufmüpfige ältere Dame. Ja, eine aufmüpfige ältere Dame ist meine Hummel. Genau. So wie mein Hund eine olle Hexe ist zwischendurch. Ja, ne? Und nein, keine Kraftausdrücke, um Gottes Willen. Ne? Nachher sitzen wir hier 2 Stunden, das Video wird nicht hochgeladen, weil wir ja... Ne? Ja, oder böse Worte gesagt haben. Oder es kommen noch mehr, weil die endlich mal was anderes hören wollen, statt in den Keller zu gehen. Ja, aber du... also kontrolliert YouTube das eigentlich? Wie denn? Die haben einen Algorithmus, das wird erst durchgespult nach solchen Wörtern gesucht. Ach so. Nach, also keine Kraftausdrücke, keine politischen, religiösen und das finde ich auch okay. Ja, ich meine, man kann so das mal anreißen, so da kommt ja, das kommt ja mal. Dass man aber. Unwiderstehlich rutscht das schon mal rein. Ja, das. Ja. Aber es muss ja auch nicht sein. Also nein, jetzt mal ernsthaft. Ne? Nein, wir sind doch... Ach, und so ein paar Themen, da hat man ja auch selber keine Lust drauf. Nee. Oder nicht mehr. Oder nicht mehr. Nein, ne? Irgendwann reicht es auch. Wolle. Ich wollte gerade sagen, Ausflüge. Schöne Wolle, Strickmuster, Ausflüge, Urlaube. Genau, sowas ist doch sowas jetzt... Sowas ist doch viel schöner. Irgendwelche...
Ob das Gänse-Ei jetzt 3,50 kostet oder 2,50? Ja, das ist doch. Ne, aber hier jetzt zum Beispiel mit dem hier. Wie heißt der nochmal? Was für ein Lappen? Der Suchtlappen. Guck mal. Wer weiß, wer den alle nicht kennt, den Suchtlappen. Also ich finde, ich weiß auch nicht, aber wenn ich was gucke, schon mal so Strickpodcast oder ich kriege immer das Gleiche angezeigt. Geht euch das auch so über YouTube, dass ihr immer die gleichen Leute angezeigt kriegt? Ja, das stimmt. Deswegen finde ich schon mal ganz gut, wenn man mal was Neues irgendwie... Du musst also, ich gehe immer auf, hin und wieder gebe ich einfach Stricken ein. Ja, weil sonst kriegst du immer die gleichen. Und wenn du dann mal Stricken eingibst in die Suchanzeige, dann kriegst du auch mal andere angezeigt. Das liegt an dem Algorithmus, das ist ja klar. Wenn du, je höher du bist mit deinem Podcast, je mehr erscheinst du natürlich auch in diesem, ne, zuerst und zu zweit und dies und jenes. Aber einfach, ich gebe dann einfach Stricken ein und dann, ja, und dann kommt plötzlich mal was Neues. Ne? Und da finde ich dann auch mal ein paar neue. Also hier die Katja, die finde ich ja echt richtig gut. Also die mag ich gerne, die strickt. Also ich würde irre, wenn ich ewig schwarz stricken würde. Kennt ihr die Katja jetzt? Nee. Wollreise. Ach doch, da habe ich, die hat noch nicht so viel aufgenommen. Nein, ne? Zwei Podcasts erst. Aber ich finde die sehr interessant, weil die schöne Dinge macht. Ja, und ich weiß nicht, wie die Frau das macht, dass die innerhalb kürzester Zeit solche Sachen alle hat. Ich schaffe das nicht. Darüber haben wir uns ja auch schon Aber ich glaube, sie arbeitet auch. Ich weiß nicht, wie das geht. Aber es wurscht. Sie zeigt schöne Sachen, sie kann das nett erzählen. Und deswegen gucke ich die. Ne? Ja, und ansonsten, also bei mir ist ja wirklich mit Podcast, ich habe meine Lieblinge. Das ist Silvia, die gucke ich immer. Mondlichtgarne gucke ich immer. Elke von Bohai gucke ich immer, die macht ja auch nicht so häufig. Die gucke ich dann auch immer, weil ich finde, dass sie auch so eine Type ist. Ne? Also die mag ich. Und wen gucke ich noch? Regelmäßig jetzt. Ich komme ja zu nichts. Ich kann mich ja nicht hinsetzen und in einer Tour durch. Wenn ich hier mal Zeit habe, wenn ich mich hier mal hinsetze, meistens mittags, wenn ich Mittag esse, dann mache ich mir das an. Ach, Iris, ja genau. Und Iris macht nicht mehr. Ich habe Iris ihren Podcast gestern erst gucken können, weil vorher hatte ich keine Zeit. Und dann habe ich gedacht, die Überschrift Klappe, die letzte, hä? Und die macht nicht mehr. Oh. Ja, schade. Die hat zwar nicht häufig gemacht, aber die Podcasts waren auch immer sehr schön. Und ich gucke hier Doug Albuquerque. Kenne ich auch. Ja, ja, die gucke ich auch. Auch nicht mehr regelmäßig, weil die einfach nicht, wie gesagt, ne, wann habe ich denn mal Zeit? Also die finde ich auch, die gucke ich dann auch mal. Die Zeit und die Muße fehlt. Ja, ja. Was ich früher immer, früher habe ich viel mehr, auch sonntags morgens dann mal, habe ich dann zu meinem Mann gesagt, ja, dann steh du mal auf, frühstücke mal und dann habe ich mir zum Beispiel Karos Fadenreich angeguckt, ne? Weil die haben ja sonntags morgens. Ja. Und dann habe ich immer gedacht, ach komm, du bleibst noch liegen, guckst dir das an, aber in letzter Zeit habe ich auch dafür keine Zeit. Muss ich selbst sonntags morgens pünktlich aufstehen, damit ich überhaupt was gebacken kriege bei mir zu Hause. Also, nee, und von daher ist das, ne, aber dann die man so findet. Ich habe im Moment sowieso das Gefühl, ich bin vom Winterschlaf in die Frühjahrsmüdigkeit gegangen. Ja, da sagst du was. Jetzt will ich euch was erzählen. Das ist jetzt echt witzig und ihr werdet euch totlachen. Ihr werdet euch kaputt lachen. Pass mal auf, mein Mann sagt zu mir, oh, ich bin immer so müde. Und irgendwie tut mir mein Gelenk so weh und mein Rücken. Ich sage auch, meine Knie, meine Handgelenke, alles tut weh. Und dann Film, Podcast, ja,
über eine Astronomin, Professor Blablabla aus Amerika. Sie sitzt da und erzählt jetzt, also die Erde hat einen anderen Ton bekommen. Also die Planeten haben ja Schwingungen und Tönen. Wenn du ins Weltall hören würdest, dann hörst du es summen, brummen, piepen. Also jeder Planet oder hat einen eigenen Ton. So. Und der Ton der Erde hat sich verändert. Ihr habt bestimmt schon, ja pass auf, ihr sagt sie, ihr habt bestimmt schon gemerkt, ihr habt Gelenkschmerzen und Müdigkeit. Wir beide gucken uns an. Okay. Ja, das kommt daher, weil die Erde jetzt in eine andere Dimension übertritt. Aha. Jedes Mal, wenn mein Mann jetzt sagt, oh, ich habe so einen Dimensionswechsel, oder? Dann sage ich immer, ich sag, hast du noch Gelenkschmerzen oder bist du schon in einer anderen Dimension? Ich möchte zurückfahren. Boah, jetzt kriegen wir aber wirklich ab. Astronomin. Also nicht Astrologin, sondern Astronomin. Gut, ja, wir nehmen das alles hier so hin. Aus den USA. Und hat halt, wie gesagt, das passte jetzt nur so zusammen, weil wir da vorher darüber geredet hatten. Und dann kam durch Zufall, also der Algorithmus, wir gucken ja auf dem Fernseher, und dann kam halt, oh, was ist das? Oh, das sieht aber, also das Bild ist so, da sitzt also diese grauhaarige ältere Dame auf der linken Seite und rechts ist so ein Bild vom Weltall. Und dann geht's los. Also dann erzählt sie das halt, ne? Das ist wir haben uns nur angeguckt und haben gedacht, ja, und wie gesagt, und seitdem wir das geguckt haben, das ist jetzt vielleicht so 14 Tage her, seitdem sagen wir, wie geht's deinen Gelenken? Wie sieht das? Sind wir schon in der nächsten Dimension? Nein, es ist immer noch, es tut immer noch weh. Wir sind noch nicht angekommen. So ein Shit, also wirklich, Alter, da. Ja. Es gibt Sachen, du kannst mich, ich kann mich über manches so amüsieren. Also weißt du, und dann gucke ich lieber sowas, als wie irgendwas anderes. Da kann ich mich wenigstens drüber amüsieren und freue ich mich drüber und hab Spaß mehrere Wochen. Aber so ein Erlebnis hatten wir auch, wie wir das erste Mal hier in Herford übernachtet haben. Und dann waren wir hier bei dem Bäcker und ich muss ja mit Navi fahren, weil ich mich ja hier nicht so auskenne. Und wir steigen aus, weil wir da frühstücken wollen. Dann sagte ich so, hast du alles? Und sie, ja. Und dann sagt mein Handy doch, Knatsch, ich kann leider nicht mitkommen, ich habe keine Beine. Wir waren so schockiert. Wir haben was hast du? Hast du Siri? wir haben das geguckt. Das gibt's doch gar nicht. Ja, echt, wir haben uns beide angeguckt und haben dann geguckt, wer spricht denn? Da haben wir gedacht, das ist Herford. Also ich habe oder Hittenhüsen, ne? Hittenhausen. Also ich habe gestern Abend noch, nachdem Harry, der ja immer müde ist, ne, habe ich noch ein bisschen im Internet so ein bisschen geguckt. Und da bin ich dann drauf gestoßen auf KI. So. Und jetzt habe ich mir dann KI angeguckt. Und zwar gibt es eine Firma in Boston, die also ganz viele Roboter schon entwickelt hat. Und dann habe ich mir tanzende Roboter angeguckt und wie Roboter dies machen und das machen. Und erschreckenderweise habe ich mir dann also kam dann, die konnten Sport machen, die konnten tanzen, die konnten Hausarbeiten machen, arbeiten in Firmen, Auto fahren.
aber sie können auch Waffen gebrauchen und all dies. Und das fand ich dann wirklich ganz erschreckend. Und ich habe da echt gestern Abend gesessen, habe echt drüber nachgedacht. Dann habe ich heute Morgen, weil ich das noch anhatte, weil dann habe ich das Handy ausgemacht und bin ins Bett. Und weil ich diese Seite noch anhatte, habe ich heute Morgen gelesen, ein junger Mann aus München hatte eine KI, also auf dem Rechner, und konnte den fragen, ich bin da ja nicht so visiert mit, der Fragen gestellt zu seiner eigenen Person. Und die KI hat ihn bedroht. Das muss man sich mal vorstellen. Also er hat da ein paar Fragen gestellt, wie genau, weiß ich nicht, das muss man euch selber, ich will nichts Falsches sagen darüber. Aber das Ding hat ihn tatsächlich bedroht. Also bevor, was hat es gesagt? Bevor du mich abstellst, stelle ich dich. Ja. Also das ist schon bedenklich, finde ich. Und ich weiß nicht, ich bin da ja sowieso so ein bisschen zwiegespalten. Ich habe ja Angst vor sowas. Weil ich mir immer denke, die brauchen uns nachher nicht mehr. Mhm. Die haben dann diese Maschinen da und ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. Aber bin ich ja wieder so ein Science Fiction, ne? Ich gucke ja keine Weltraumquatsch. Aber mein Mann interessiert sich ja, ne? Der guckt ja immer hier Star Trek und all diesen. Da gibt es ja hunderttausende von Serien. Und wenn du dir das dann mal anguckst und dann denkst du immer, ja, wir sind da auch noch nicht mehr weit von weg, ne? Also was ich ja schön fände, wäre, wenn man das Beamen erfinden würde. Das würde mir gefallen. Kostengünstig Zack, verreisen. Kostengünstig verreisen. und emissionsfrei. Und so, ne? Ne? Ohne Dings. Also würde ich auch aufs Auto verzichten. Ja. Oder alleine eine Genie haben für zu Hause. So, kleck. Ja. Und alles ist fertig. Alles und man kann wieder, klack, der Kaffee steht bereit. Klack. Ich glaube, das wird langweilig auf Dauer. Ja. Oder? Ach, weiß ich nicht. Kommt drauf an. Nee, also jetzt habe ich immer, ich habe ja sowieso immer die Befürchtung, dass mein Saugroboter mich beobachtet. Vielleicht solltest du mal zum Arzt gehen. Ich sag mal, warum also, denkst du das? Ja, weil der immer um mich herum, weißt du, dann denke ich immer, ich sitze auf der Couch. Ja. Vielleicht krümmelst du einfach dann, zu viel. Er kommt ja immer um kurz nach eins, dann ist ja sein Auftritt. Dann kommt er aus seiner Garage und dann fährt er durch die Wohnung. Und die ganze Zeit über habe ich immer, und dann mache ich immer, wenn er bei mir vorbeikommt, mit dem Fuß auf die Klappe und dann geht er aus. Weil er ist auch laut, das Ding. Ne? Okay. Und dann bleibt er da erstmal stehen, bis ich dann irgendwann. Du bist doch um 1 Uhr gar nicht zu Hause. Doch, mittwochs schon. Ach so. Ja, ansonsten interessiert mich das nicht. Da kann er ja die ganze. Es ist ja erst der Saugroboter, anschließend der Wischroboter. Ach so. Und, ne? Da fällt mir ein, eine Bekannte von mir, die hat auch so ein Ding. Und die hat den 2 Wackelaugen vorne drauf geklebt. Ja. Und oben 2 Fühler, ne? Und dann fährt er da rum, ne? Und dann sage ich immer, ach, Hermine kommt wieder. Nein. Also was ich meine, Mähroboter, Saugroboter, Wischroboter, Roboter haben wir schon genug. Ja. Finde ich auch gut, dass es die gibt, damit sie den Haushalt erleichtern. Ich hätte auch gerne noch einen Kochroboter. Also einer, der für mich kocht und einer für mich die Feinarbeiten macht beim Putzen, weil so ein Wisch- und Saugroboter kommt immer nicht in die Ecken. Also das muss ich immer noch selber machen. Ja, aber jetzt stell dir mal wirklich und, vor. Aber was mich erschreckt daran, also ich fand diese japanischen Roboter und chinesischen Roboter fand ich gut. Die haben so Kinder gesehen, sie sehen aus wie Roboter. Die anderen sehen aus wie Menschen. Das ist das. So, die sehen aus wie Menschen. Die heißen aber anders. Die haben noch so einen speziellen Ausdruck, glaube ich. Ne? Ich weiß es nicht. Die japanischen sind ja auch im Altenheim. Ja, gibt ja auch schon Pflegeroboter. Ja, da sehe ich, das ist ein Roboter. Ja. Aber die anderen aber kannst die du nicht anderen, erkennen. Das kann ich nicht erkennen. Das ist für mich, also ja. Das finde ich gruselig. Aber ganz ehrlich, jemand, der kocht und nachher stellt dir mir was vor und sagt, wird hier jetzt was auf den Teller kommen? Nee. Nee, möchte ich auch nicht. Nee. Ich glaube, das ist aber die Zukunft. Das wird irgendwann mal so sein. Du wirst nicht mehr selber irgendwas machen. Wir degenerieren ja immer weiter. Machst du ja schon mit dem Einkauf. Ja. Du gehst ja nicht mehr selber einkaufen. Du rufst, ne, gibst nur über Internet an und dann gehst du da Sekt trinken. Ja.
Du, nee, das ist einfach nicht gerade so. Das macht doch Spaß, in die Regale rum und dann, ach. Ja, ich wüsste auch gar nicht, wenn ich jetzt zum Einkaufen gehe und will das, das, das und das kaufen, dann kommt Moni mit das, 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 das und das und das und das und das nach Hause. Weil ich ja in den Regalen wieder was sehe, was ich auch haben möchte. Und wenn ich jetzt nur eine Einkaufsliste schreibe und dem dann sage, bring mir das mal ins Haus. Ja, das gibt aber auch durchaus Leute, die nicht gerne unter Leuten sind und auch nicht gerne einkaufen. Ist ja auch okay. Für die ist das super und auch für die Leute, die jetzt nicht mehr so können. Ja. Oder auch eine gute Alternative. Nee, das finde ich auch super. Jetzt, wie sagt man, beim Picknick zum Beispiel, die älteren Leute kriegen das in eine Wohnung. Ja, das ist aber schön. Was ihr ja dabei verdenkt ist, ich meine, okay, wenn ich jetzt gehbehindert bin oder so, das ist dann, ich kann mich dann nur an meine Schwiegermutter. Ich werde nie verstehen. Also die war ja schon dement. Zwar noch nicht so, dass sie nicht mehr nach Hause gefunden hat oder so, aber sie war schon durchher. Und dann machte bei uns der Minipreis, weil jeden Freitag ist sie in den Minipreis gegangen. Und das dauerte ganze Zeit. Sie kam dann auch nur, weil sie lebte ja in unserem Haushalt. Sie brauchte ja eigentlich nichts einkaufen. Ich hatte ihr immer gesagt, Mutti, kauf dir nur das, was du haben möchtest. Dann ist sie immer dahin gegangen und dann ist sie einmal über den Markt, sie hat die Nachbarn getroffen, genau. Sie hat Freunde getroffen, sie hat immer, und die war auch immer über eine Stunde weg. So, und dann plötzlich machte der Minipreis zu. Und dann sage ich ihr, ich sage, Mutti, ich sag, der Minipreis hat jetzt zu. Ich sage, du kannst jetzt nicht mehr einkaufen. Ich sage, dann musst du mit uns mitfahren, wenn du dann was haben möchtest, damit sie rauskam. Ja, genau. Der Minipreis hatte geschlossen. Ich gucke, weil ich bin ja auch immer arbeiten gewesen dann, ne, bin halb neun zur Arbeit. Ja, ne? Um kurz nach neun machte dann der Minipreis auf und wer steht vor der Zuntür, vor dem leeren Laden? Meine Schwiegermutter. Ja. Ich dann raus bei mir aus dem Laden, ich sage, Mutti, was machst du denn hier? Ja, ich will einkaufen, ist noch nicht auf. Ich sage, Mutti, der geht nie wieder auf, ich habe dir das gesagt. Ich sage, der ist nicht mehr. Ja, wo soll ich denn jetzt einkaufen? Ich sage, ja, du fährst jetzt mit uns mit einkaufen, damit sie sich immer noch ein bisschen was holen konnte. Ne? Und, aber das ist das Soziale, was sie sonst nicht mehr gehabt hat. Ja. Überhaupt nicht. Ja, das ist ne? das. Und das finde ich dann, ich meine, okay, es gibt Menschen im Alter, die können nicht mehr das Haus verlassen. Aus Krankheitsgründen. Die können nicht mehr laufen. Für die ist das richtig toll, dass sie ihre Lebensmittel noch nach Hause genau. kriegen. Aber für Leute, die noch können, ist das nichts. Also die sollen rausgehen, die sollen noch ein bisschen unter Menschen gehen. Genau, unter Menschen. Ne, ich wollte, ach ja, ich schmeiß schon wieder hier mit meinem Wattebäuschen. ja, wie sind wir da jetzt wieder drauf? Keine Ahnung. Roboter, Lebensmittellieferung. Ja, von nicht mehr können. Auf Stöcksken. Ach ja, wegen der anderen Dimension. ja. Naja, aber ich meine, man soll da nicht so drüber lachen. Albert Einstein hat ja auch gesagt, wir leben in einer Dimension. Es könnten auch noch 7, 8 Dimensionen neben uns existieren. Ja. Das kommt von Albert Einstein, ne? Also, tja. War halt nur in diesem Zusammenhang. Aber in dem Zusammenhang war das so witzig, ehrlich. Das war wieder ein wieder Tröpfchen. Das passte wie Faust aufs Auge. Oh, meine Kinder. Oh, mein Rücken. Könnte auch am Wetter gelegen haben. Ne? Nein, also wir sind schon alt und haben Gelenkschmerzen. Ja, aber das Wetter bedingt ja auch, ja, einen, das ist dann auch eine Verschlechterung mitunter. Ne? Aber ich habe jetzt ein paar Übungen. Also ich meine, bei mir ist es ja jetzt nicht so ausgeprägt. Also ich hab ja schon seit Jahren, also bestimmt seit 5, 6 Jahren habe ich Daumensattelgelenk, Arthrose. Das stört mich überhaupt nicht. Wenn ich da solche Schmerzen drin habe, dass ich nicht mehr kann, nehme ich eine Tablette. Aber ansonsten, wenn ich so lange, wenn du strickst, nach einer Zeit merkst du, dass du keine Schmerzen mehr hast. Das ist, weil du das immer bewegst. Ne? Und das hatte der Arzt auch zu mir gesagt. Er sagte, hören Sie bloß nicht auf. Nee, nee. Denn sobald Sie aufhören, dann wird das Gelenk steif. Dann ist es zu lang. Ja, und vor allen Dingen, wenn du dann es gibt ja Menschen, die sind sehr schmerzempfindlich. Ne? Die dann bei jedem kleinen
und dann aufhören. Also mir ist das egal. Ich stricke und dann ist das halt so. Dann da ist die Sucht größer als das Leiden. Das ist so. Meine Hand, das tut weh. Das kenne ich jetzt schon seit Jahren. Das ist halt so. Und wenn ich, wie gesagt, wenn ich es nicht aushalte, nehme ich eine Tablette. Wie ist das denn eigentlich, wenn du dann am Meer bist? Ist das dann besser oder verschlechtert sich das dann? Ja, sobald es wärmer wird, okay, ist das alles weg. Dann ist also das angenehmer. Angenehmer. Also es ist so, dass so nasskaltes Wetter, das ist das Schlimmste. So wie jetzt. So wie jetzt. Also, naja, heute geht es, ne? Ist ja nicht nasskalt. Also wenn es ja, wirklich draußen schon, regnet, ja, wenn es regnet und es ist so uselig und kalt, dann, nee. Aber, ja, aber dann scheust du ja auch keinen Hund vor die Tür, außer ihr. Ja, es ja, nutzt ja nichts, man muss ja trotzdem. Ja. Das ist auch cool mit meinem Hund, echt. Die geht dann 3 Meter, sag ich, komm, du hast mich jetzt rausgescheucht, jetzt geht's auch weiter. Nix, die bleibt da stehen wie so ein Ochs vom Berg. Ja, hat keinen Bock. Wie eine Ziege macht die öfters aber dann. Wisst ihr, was ich gelesen habe? Sich. Ich hab, wir haben ja hier so Gruppen bei Facebook, da ist eine, da geht es um Spenge. Also Spenge ist mein Geburtsort, da bin ich geboren in Lenzinghausen. Ne? Ja. Und deswegen bin ich auch in dieser Gruppe Spengerlei oder keine Ahnung, wie die heißt. Auf jeden Fall habe ich da gelesen, von wegen Hundegassi gehen. Da hat, war das jetzt eine Frau oder ein Mann, muss ich auch lügen. Also irgendjemand hat dann da geschrieben, dass er beobachtet hat, schon seit längerer Zeit, dass die Leute kommen, also die wohnen sehr ländlich, dass die Leute mit dem Auto kommen, ihren Hund am Straßenanfang rauslassen und nebenher fahren. Und der Hund dann da sein Geschäft macht und dann steigt der Hund wieder ein und dann fahren sie weg. Und dann die Hinterlassenschaften? Ja, die muss man eigentlich wegmachen. Hallo? Auch, aber die bringen dann das Argument, ich bezahle doch Hundesteuer. Das hat damit nichts zu tun. Mm-mm. Das ist ja die Pflicht eines jeden. Ja. Ich finde das schon mal krass, dass die ihre Hunde da rauslassen, ja, und dann nebenher fahren mit dem Auto. Ich hätte ja Angst, dass ich den überfahre. Ja, das ist doch nicht. Ja, der geht dann aufs Feld und so, der läuft ja nicht direkt am Straßenrand. Die gehen dann ja schon auf die Felder, ja, und so die Hunde. Aber ja, ich hätte Angst, dass der, stell dir mal vor, der sieht einen Hasen oder irgendetwas, dann ist der unschüss. Ja, oder sieht auf der anderen Straßenseite was, ja, und rennt über die Straße. Ich habe das nur gelesen. Das ist aber wirklich in dieser so. Gruppe und dann habe ich gedacht, ey, sowas, ja, hast du ja noch nie gehört. Doch, auf die doch. Idee käme ich gar nicht. Ich meine, ich habe keinen Hund. Meine Schwester wohnt oben im Bergischen. Mhm. Und auch ziemlich ländlich, die müssen 20 Kilometer zum Einkaufen fahren. Also da ist nicht mal eben nur die Maggi-Dose holen. Mhm. Und da kommen die von Köln rüber, lassen ihre Hunde da rumtollen, Gassi gehen und alles und dann fahren die wieder. Ja. Ja, ich meine, okay, wenn du jetzt mit deinem Hund nach außerhalb fährst und gehst mit ihm dann spazieren, also du lässt den Hund aus dem Auto und parkst dein Auto und gehst dann da und lässt den Hund laufen, das ist noch was anderes, als wenn ich nebenher fahre. Ja, die haben das im Fernsehen gesehen. Da war doch ein Kinofilm. Denn wir sind damals, als wir unseren kleinen Yorkshire hatten, sind wir auch immer zum Gassi gehen irgendwo hingefahren. Mitgelaufen also, aber. Aber mitgenommen. Ja. Ich habe meinen Hund an alleine gehabt. Ja, aber das sind ja die neuen Hundehalter. Ich habe mein Auto, der ist genauso wie... Deswegen sage ich ja, ist ja alles degeneriert irgendwo. Ja, ja. Bequemlichkeit. Ja, ich werde jetzt erstmal mein Gemüse selber anbauen mit meiner Tochter zusammen. Im Hochbeet. Im Hochbeet, so. Ich bezahle keine 3,59 Euro für einen Blumenkohl. Oder 1,99 Euro für eine Schlangengurke. Mache ich nicht. Nee. Ich werde jetzt alles, ich werde ein kleines Gewächshäuschen, jetzt so ein kleines, ne? Nicht zum, ja, Reingehen, sondern so ein kleines. Ja. Und dann wird ein Hochbeet da an der Garage, da ist immer Sonne, da wird das hingemacht. Ja, und wir dann kann meine Tochter mit ihren Kräutern, meine Tochter ist ja mit Kräutern und so, dann kriegt meine Tochter ein Hochbeet mit Kräutern und die Mutti kriegt ein Hochbeet für Gemüse. Ja, ja. Wenn die Tochter erst gießt, kann sie deins auch mal eben gießen. Siehste? Ja. Und umgekehrt. Genau. Jetzt kriege ich nochmal Kundenschaft.
Ich habe das diplomatisch gemacht. Hier das Auto, was da steht, das ist ja nicht mein. Ich habe diplomatisch gemacht. Ich habe meinem Bruder und meiner Schwägerin zu Weihnachten Saatgut geschenkt. Das ist auch der Hammer. Da habe ich beiden habe ich dann zu Weihnachten erstmal 12 verschiedene Sorten Tomaten geschenkt und 14 verschiedene alte Gemüsesorten. Okay. Dann hatte meine Schwägerin im Januar Geburtstag, die hat 14 verschiedene Küchenkräuter von mir gekriegt und mein Bruder hatte jetzt im Februar, der hat bekommen... Hi! Wir sind bei Lorsch auf der Couch. Wenn dir das nichts ausmacht, kannst du mitmachen. Nee? Wolltest du nicht? Nein. Ja, dann. Ja, jetzt sind wir. Ein paar Minuten haben wir noch. Ja. Nein, mach dann zu Ende. Ich hätte so eine Viertelstunde. 10 Minuten. Ich muss mal eben gucken, wie weit wir da sind. Also, wir machen immer so eine Stunde 50 bis 2 Stunden. Ja, mal gerade gucken. Was unterbrechen? Ich denke mal noch 5 Minuten. Ja, dann sind wir. Ja, dann setz dich doch nach hinten. Du läufst doch nur einmal durchs Bild. Meine Güte. Ja, so schüchtern. Unsere Heilige ist schüchtern. Es sieht dich keiner. Es sieht dich nur einer daherruschen. So. Ja, alles gut. 5 Minuten noch. Dann haben wir 2 Stunden und dann ist es ja auch gut. Ne? Die Zeit vergangen ist jetzt. Das ist jedes Mal so. Wow. Der Plausch auf der Couch, die 2 Stunden, das ist zackig. Und dann guckst du auf die Uhr und ja, los, jetzt erzähl erst ja, zu dann, Ende. Dann habe ich meinen Bruder, der hatte jetzt im Februar Geburtstag, da habe ich dann 6 verschiedene Salatsorten und 6 verschiedene Gurkensorte. Und als Argument habe ich dann gesagt, ja, was machen wir denn zum Geburtstag? Ach so, ich komme dann regelmäßig Gemüse ernten. Der hat auch 8 Hühner und regelmäßig Eier. Dann ist das schon quitt. Also habe ich mich schon versorgt für dieses Jahr. Ja, hast dich für dieses Jahr versorgt. Das ist toll. Da ich keinen grünen Daumen habe, ist das schon praktisch. Der tödliche Daumen. Ja. Andreas tödlicher Daumen. Ja. Die Pflanze stört schon, wenn du über die Türschwelle kommst. Ja, ich bin auch nicht so. Weißt du, was ich mir immer fürs Fenster hole? Das sind doch, kennst du diese kleinen Palmen mit diesen schmalen, wie heißen die denn nochmal? Juckerpalme? Nee, Jucker nicht. Ah, die gibt es immer überall. Die hat meistens einen Stamm und dann gehen noch 2 Stämme an und dann kommen doch diese, wie Namen ist. Ach, ich weiß nicht, wie die heißen, aber ich denke mal, die Leute wissen das. Das ist die einzige Pflanze, die bei mir überlebt. Deswegen habe ich die auf dem Wohnzimmerfenster stehen. Also. Weil, super. Die kann auch ohne Wasser mal eine Woche, weil ich das immer regelmäßig vergesse. Also ich habe sogar geschafft, die Kakteen zu Tode zu pflegen. Und die blühen aus Not. Die blühen aus Not. Das letzte Aufbäumen. Und ich habe jetzt aufgegeben. Ich habe gesagt, nix, mein Bruder hat den grünen Daumen und da gehe ich jetzt ernten. Ja, da geh du mal ernten. Das ist ja... Ne? Aber du denkst daran, dass das auch Pflanzen sind, die eine Seele haben, ne? Ja, deswegen sind die ja bei meinem Bruder. So. Der hat da. Aber du isst die dann? Nee, ich esse nur das Produkt, was die abwerfen. Ach so. Ich opfer mich. Okay. Um auf Vegetarier zu kommen. Weil du gehst du auf den Markt, kannst du... Nee. Nee, ist mir auch... Es tut mir in der Seele weh, aber nee. Nee, also... Nee. Ja, guck mal, ich bin jetzt wirklich, ich bin bei der 3. Reihe. Da hast du gar nicht 3 jetzt zu mir gesagt. Ach, habe ich vergessen? Mhm. Habe ich vielleicht selbst bei 3? Habe ich mir gerade... 3 kann ich mir auch merken. Ich sollte mir das doch merken. Ja, ich weiß, 2 sollte ich... 2 solltest du dir merken, jetzt bin ich schon bei 3. Und ich habe einen Farbverlauf geschafft. Ja, guck mal. Guck mal. Ja, schön. Ja. Haben wir doch was hingekriegt. Ja. Oder? Und der Hunger ist da. Hurra, hurra, Grieche ist komm, da. Komm hier hinten hinter. Und ich hatte noch... Hi, Süße. Unsere Tolane, ihr kennt sie ja. Juhu. So, das ist griechische Begrüßung. Ja, die Griechen hier unter uns, ne? Ich nicht. Ich habe sie schon so lange nicht gesehen.
Hallöchen! Ich bin auch mal wieder da! Ja, Heidi ist auch da. Ja, hab ich schon gesehen. Wir sind gleich fertig. Ja. Ja. Ne? So. Ich würde mal sagen, jetzt hat sich unser Laden hier mit Besuch gefüllt. Die Heidi ist da und die Tulla ist da. Wir drei machen jetzt Feierabend. Schluss für heute. Der nächste Plausch auf der Couch, schauen wir mal, wird in den nächsten, ich denke mal im März irgendwann stattfinden. Ne? Erstmal hast du Urlaub. Erstmal habe ich Urlaub und wir sehen uns am 9., nee Quatsch, am 9. muss ich wieder arbeiten. Am 7., Dienstag den 7. wieder zum Podcast. Und ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende, strickt was Schönes, bleibt gesund. Und halt die Ohren steif. Ja, genau. Alles klar, tschüss. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.